Thank you.
Herzlich willkommen zur Betrifft Standortauswahl. Was kommt nach dem Zwischenbericht Teilgebiete? Schön, dass Sie dabei sind bei Zoom oder bei YouTube. Wir fangen an mit einer Begrüßung durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für Endlagerung, Stefan Stuth. Meine Damen und Herren, auch von mir aus ein herzliches Willkommen zu dieser Betrifft-Veranstaltung, ein wichtiges Instrument unserer Kommunikation. Wir alle wissen, dass das Standortauswahlverfahren eine lange Geschichte hinter sich hat, eine sehr spannende, sag mal, Zeit jetzt gerade erlebt hat in der ersten Phase der Standortsuche nach dem neuen Standortauswahlverfahren. Wir sind ausgesprochen dankbar für Ihr Interesse, für die Beteiligungs- und Kommunikationsformate, die stattfinden. Und wir wollen natürlich mit dem, was wir immer wieder auch an
muss dann an Beispielen, an Diskussionen anregen, die Sie anregen, die wir mit Ihnen führen, dazu beitragen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für diese Standortsuche sich positiv entwickelt. Ich bin ausgesprochen dankbar, meine Damen und Herren Abgeordnete, dass Sie aus dem Deutschen Bundestag, aus den Landtagen und aus den kommunalen Parlamenten dabei sind. Denn eines ist wichtig, das ganze Thema Standortauswahl, Verfahren, Standortsuche wird nur funktionieren, wenn es einen politischen, einen gesellschaftlichen Grundkonsens gibt, dass wir für diese Herausforderung eine nationale Lösung brauchen. Ich bin ausgesprochen dankbar, dass wir mit Herrn Vitor jemanden dabei haben, der uns aus dem Schweizer Blickwinkel tatsächlich dort den Sachstand skizzieren kann, uns auch Diskussionsimpulse liefern kann. Und weil wir, glaube ich, alle auf die entsprechenden Fachbeiträge intensiv warten, uns auf die anschließende Diskussion freuen, würde ich den Ball gleich wieder zurückspielen zu unserer Bereichsleiterin Kommunikation, Dagmar Dehmer, um dann tatsächlich den Einstieg zu finden. Und ich sage es am Ende jetzt auch meiner kurzen Einführung. Ich freue mich wirklich auf Ihre Beiträge, auf Ihre Hinweise, auf unsere Diskussion. Und ganz wichtig, das hier ist der Einstieg in die in den zweiten Schritt der Phase 1. Und wir werden diese Dinge, diese Kommunikation, diese Formate fortsetzen. Insofern herzlichen Dank nochmal für Ihr Interesse. Dagmar, bitte. Stefan Stuth hat eben schon anmoderiert, was als nächstes kommt. Ich sage Ihnen nur kurz zum Einstieg: Wir haben heute ein geballtes Informationsprogramm vor uns. Wir schauen erstmal in eine Standortauswahl, die schon deutlich weiter ist als unsere, nämlich in die Schweiz, und werden im Anschluss einen Einblick geben in den Arbeitsstand der Kolleginnen und Kollegen im Bereich Standortauswahl. Deshalb ist jetzt als nächstes Tim Vitor dran. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und bin gespannt, was er uns über die Standortauswahl in der Schweiz berichten kann. Ja, herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Tim Vitor. Ich arbeite seit 15 Jahren für die NAGRA und wie Sie vielleicht hören, ich habe nicht wirklich einen schweizerdeutschen Akzent. Ich komme aus Niedersachsen und arbeite für das Schweizer Programm relativ lange und kann, glaube ich, das eine oder andere beitragen. Erstmal ganz herzliche Grüße hier nach Deutschland. Ich freue mich, hier was beitragen zu können. Ich versuche, meine Folien zu teilen und ich hoffe, die sind sichtbar. Bitte um ein kleines Zeichen, dass das funktioniert hat. Ich gehe mal davon aus und beginne jetzt einfach. Sicherheitsuntersuchungen in der Schweiz, Auswahl von geologischen Standortgebieten, Rückblick auf den Anfang. Es ist so ein bisschen der Versuch, die Schweizer Verhältnisse oder den Schweizer Status so ein bisschen in die rückblickend zu betrachten. Was haben wir wie gemacht, um dort zu landen, wo wir jetzt sind? Und ich möchte beginnen mit einer kurzen Vorbemerkung zum Vergleich von Deutschland und der Schweiz. Jetzt muss ich hier noch sehen, dass ich mein Video noch wieder in Gang kriege. Da sage ich ein paar Worte zu, weil wie gesagt, im Prinzip ist das Standortauswahlverfahren ganz ähnlich. Dann werde ich ein paar Worte verlieren über die Standortwahl in der Schweiz. Wie gesagt, wie hat die Einengung funktioniert? Und zum Schluss nochmal, wo stehen wir? Also wo sind wir gerade in der Schweiz? Das kann man unten rechts schon sehen. Wir sind schon so weit, dass wir tatsächlich erdwissenschaftliche Untersuchungen durchführen. Ich behaupte immer, das hier ist der schönste Bohrplatz der Schweiz, Bötzberg 1. Bilder aus dem letzten August, mittlerweile schon wieder abgeräumt und rückgebaut, aber eine wertvolle Quelle von geologischen Informationen. Gut, nochmal zum Hintergrund, einfach um zu erläutern, warum sucht die Schweiz nach einem geologischen Tiefenlager. Wir haben fünf Kernkraftwerke, eins befindet sich bereits wieder im Rückbau. Total waren das mal 3 Gigawatt elektrische Leistung. Über die Laufzeit werden sich etwa 12.000 Brennelemente angesammelt haben. Wir haben auch noch ungefähr 700 Stück verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung. Das sind total 9.000 Kubikmeter verpacktes, endlagergerecht verpacktes Volumen. Wir erwarten deswegen ein Lagerfeld von etwa 1 Quadratkilometer Größe. Das ist wirklich nicht groß, aber die Schweiz ist auch eben nicht besonders groß.
Trotzdem sind die Sicherheitsuntersuchungen natürlich genauso aufwendig wie in jedem größeren Land. Außerdem haben wir 70.000 Kubikmeter schwachaktive Abfälle, auch die müssen in ein geologisches Tiefenlager. Das Standortwahlverfahren in der Schweiz sucht derzeit also noch nach zwei geologischen Tiefenlagern, eins für SMA, eins für HAA, mit der Option, ein Kombilager zu bauen. Das heißt, wenn ein Standortgebiet geeignet ist, beide Abfallkategorien aufzunehmen, dann kann das auch in einem Standortgebiet passieren und dann heißt dieses geologische Tiefenlager bei uns Kombilager. Die Geologie in der Schweiz unterscheidet sich natürlich von der Situation in großen Teilen von Deutschland schlicht und einfach darum, dass es eben dass die Schweiz deutlich kleiner ist. Auch die Vielfalt an tektonischen Großräumen, Kleinräumegliederung der Schweiz habe ich deswegen hier in Anführungszeichen gesetzt, ist natürlich ein ganz anderer als in der Schweiz. Beide Länder sind aber in der Standortwahl. Die Schweiz ist etwas weiter. Das deutsche Verfahren oder der Status des deutschen Verfahrens kann verglichen werden mit der ersten Etappe der Schweizer Standortsuche. Das liegt einfach daran, dass die Schweiz, wie gesagt, ein bisschen eher gestartet ist. Wir haben unser Sachplanverfahren geologische Tiefenlager bereits 2008 begonnen und dort sechs Standortgebiete eingereicht. Heute sind wir in der letzten Etappe und deswegen tatsächlich in der detaillierten geologischen Untersuchung der noch in der Auswahl befindlichen Gebiete. Die Arbeiten zur Standortwahl, also die ganzen technischen Grundlagen, haben aber viel früher begonnen, bereits 1978. Es gab also eine ganze Menge Vorarbeiten, die bereits verfügbar waren. Ich mache da so einen kleinen historischen Rückblick. 1978 ist das neue Atomgesetz verabschiedet worden und dort war ein schrittweises Vorgehen vorgesehen. Der erste Schritt war eben ein sogenannter Entsorgungsnachweis als Voraussetzung für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Dort sollte gezeigt werden, wie man anhand modellhafter Projekte die Entsorgung lösen kann auf der Basis von realen Daten. Und das war, wenn man so will, der Startpunkt für die Lernkurve, für die Erstellung der technisch-wissenschaftlichen Basis. Und in die Standortwahl eingestiegen sind wir dann tatsächlich 2008 nach diesem sogenannten Nachweis der technischen Machbarkeit, diesem Entsorgungsnachweis, nachdem der erbracht wurde, ist dann 2008 nochmal eine total neue Standortwahl begonnen worden, auf der Basis der weißen Karte der Schweiz, also ohne irgendwelche Vorbedingungen, ganz ähnlich wie das ja auch in Deutschland kürzlich geschehen ist. Etappe 1 war eben geologische Standortgebiete auszuwählen. Die Anlagen unter Tag war ein wesentlicher oder ist der wesentliche Treiber dafür, aber auch bereits die Planungsperimeter für die Oberflächenanlagen wurden dort festgelegt, also ich sag mal raumplanerische Grundlagen gelegt, um Oberflächenanlagen zu platzieren und die Partizipation wurde gestartet. Das hat seinen Abschluss gefunden 2011 mit dem Entscheid des Bundesrates. Dann wurde die Etappe 2 gestartet. Dort mussten die Oberflächenareale pro Standortgebiet, also für die Oberflächenanlagen pro Standortgebiet bezeichnet werden und es musste eingeengt werden auf mindestens je zwei Standortgebiete für die beiden Lagerkategorien. Das haben wir 2018 hinter uns gebracht, ebenfalls mit einem Beschluss des Bundesrates. Und derzeit befinden wir uns eben in der letzten Phase der Standortwahl. Wir haben jetzt also die Aufgabe, jeweils einen Standort für SMA oder und HAA zu finden oder gegebenenfalls ein Kombilager zu beantragen. Beendet wird das Ganze mit einem sogenannten Rahmenbewilligungsgesuch. Das ist das Gesuch um eine politische Bewilligung, das heißt die Festlegung des Standortes. Das legt die Anlage in den Grundzügen fest, die Lagerkapazität und eben nur den Standort. Details der technischen Barrieren, aber auch die ganze betriebliche Implementierung und sowas, das folgt alles später mit den folgenden Bewilligungsschritten und Sie sehen die da unten in Grau. Wir denken, dass wir das HAA-Lager etwa 2060 in Betrieb nehmen werden. Gut, Standortwahl ist also so gestartet mit so einem sogenannten Konzept. In diesem Konzept waren die wesentlichen Prozessbeschreibungen drin, aber auch die Verantwortlichkeiten geregelt. Dort ist die Rollenteilung klar geregelt, wer was zu tun hat in diesem Prozess.
aber auch die Kriterien. Fokus in diesem Sachplan ist eben tatsächlich die Langzeitsicherheit, aber auch raumplanerische Aspekte finden Berücksichtigung, Umweltaspekte, sozioökonomische Aspekte. Solche Dinge sind dort geregelt. Aber die Standortwahl selber findet allein auf technischen Kriterien zur Sicherheit und technischen Machbarkeit statt. Ich habe mal hier die 4 Gruppen der 13 Kriterien aufgeschrieben. Es ist also so, dass in dieser ersten Auswahl oder Kriteriengruppe der ganze Ist-Zustand der Geologie beschrieben ist. Das ist mal die wesentliche Ausgangsbasis. In der zweiten Kriteriengruppe sind die ganzen Aspekte der Langzeitstabilität, also sowas wie Erosion, Tektonik, Neotektonik, Erdbeben, aber auch die Auswirkungen des Lagers selbst oder Nutzungskonflikte enthalten. Und schließlich in der dritten Kriteriengruppe die ganze Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen, also Charakterisierbarkeit, Explorierbarkeit der untertägigen Verhältnisse, solche Dinge. Und schließlich haben wir in der 4. Kriteriengruppe die ganze bautechnische Eignung, die Erstellung der Zugänge, aber auch die ganze Bautechnik auf der Lagerebene. Wie gesagt, der Treiber für die Auswahl sind also diese technisch-wissenschaftlichen Kriterien, die sich allein auf die Sicherheit beziehen. Wir haben begonnen mit einer weißen Karte Schweiz. Und da ist natürlich erstmal, ich sag mal, interessant, wie sieht denn die geologische Situation insgesamt aus? Ich zoome hier mal raus auf ganz Europa. Schweiz ist natürlich hat eine Situation, die auch eine gewisse Besonderheit hat. Wir haben eine aktive Platten- oder eine Plattengrenze, die kürzlich aktiv war. Für Geologen ist das ja gerade die jüngste Vergangenheit, wenn das so einige Millionen Jahre zurückliegt. Und insofern ist das schon eine ganz interessante Situation. Wir haben die Alpen eben tatsächlich als Rest dieser aktiven Prozesse. Die heben sich immer noch mit ungefähr einem Millimeter, das sieht man hier in dieser kleinen Grafik da, pro Jahr. Und dadurch, dass es eben eine herausgehobene Gebirgskette hier gibt, kommt es hier ab und zu dann mal zu Vergletscherungen. Und das bedeutet auch, dass wir auch im Vorfeld der Alpen doch Erosion haben, Erosionsprozesse. Also geologisch eine ganz interessante Situation, aber wir haben auch regionale große Unterschiede. Man sieht das hier auch an den Hebungsraten, die dann eben im Vorfeld der Alpen oder im Vorland der Alpen deutlich abklingen. Hier, wo wir uns befinden, im Vorland der Alpen sind die Hebungsraten sehr, sehr klein und alle auch tektonischen Prozesse sind abgeklungen. Das kann man an einer Vielzahl von Daten zeigen. Aber was man eben auch sehen kann, ist, dass die Schweiz gliederbar ist in sogenannte tektonische Großräume. Die sehen Sie unten rechts in der Ecke. Da sehen Sie mal die Alpen, das zentrale Mittelland. Das sind diese gelben Farben, dann den Faltenjura in Blau und oben rechts den Tafeljura. Und anhand dessen kann man bereits eine Gliederung vornehmen. Wir haben diese tektonischen Großräume, ihre Strukturen zum Anlass genommen, da tatsächlich hier bereits mit den Kriterien zu arbeiten. Das hier ist ein Beispiel aus den zentralen Alpen. Das hier sind Informationen aus dem Bau der Basistunnel durch die Alpen. Da sieht man, dass diese Zonen hier recht kleinräumig gegliedert sind und schwierig zu charakterisieren. Aber auch dieses gilt auch für das Juragebirge, also den Faltenjura. Deswegen haben wir diese Zonen tatsächlich für das Hochaktivlager von vornherein oder relativ früh in der ersten Phase, in der Etappe 1, ausgeschlossen. Mittelland und Tafeljura weiterhin möglich. Und dann haben wir in diesen Zonen, die dann tatsächlich übrig blieben, nach geeigneten Wirtgesteinen gesucht. Wir haben also im Prinzip eine Suche nach möglichen Wirtgesteinen begonnen und sind relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass das Hochaktivlager in der Schweiz in Sedimenten zu liegen kommen muss. Kristallin ist in der Schweiz keine Option. Die sind alle bedeckt von mesozoischen Sedimenten, also von jüngeren Sedimenten. Und da ist eine Suche sehr, sehr schwierig. Salzgesteine kommen in der Schweiz nur in geringer Mächtigkeit vor. Deshalb ein Sediment als Zielgestein, als Wirtgestein, der Opalinuston, regional verbreitet und gut charakterisierbar. Gut, und der nächste Einengungsschritt war dann gleich die Identifikation geeigneter Situationen in diesen Großräumen, das heißt die dann noch übrig bleiben. Und dazu haben wir schlicht und einfach die Tiefenlage verwendet, eine geeignete Tiefenlage zur Einengung, die zwei Aspekte berücksichtigt, einmal den Schutz vor Abtragung und dann
eine bautechnisch machbare Situation. Wenn man solche Tonsteine als Ziel hat, dann bedeutet das automatisch, man kann nicht in sehr, sehr große Tiefe gehen. Das wird dann sehr schwierig mit dem Bau. Aber man muss eben auch sicherstellen, dass man eine gewisse Mindesttiefe hat, um das geologische Tiefenlager vor Erosionsprozessen zu schützen. Gut, und dann haben wir in diesen Zonen, also die dann das Wirkgestein in einer geeigneten Tiefe haben und großräumig geeignet sind, von ihrer tektonischen Situation her nach Konfigurationen gesucht, die eben nicht betroffen sind von, ich sag mal, kleinräumigen Effekten, also hier solche regionalen Störungszonen, aber auch zu meidenden Zonen, wie die aufgrund von Neotektonik zu meiden sind oder Zonen, die kleinräumig tektonisch zergliedert sind, aber auch solche Gebiete, die eine ungenügende Mächtigkeit oder eine ungeeignete Tiefenlage haben, haben wir ausgeschnitten. Genauso wie übertiefte Felsrinnen, das sind also Überbleibsel von Gletschervorstößen, verfüllte Voralpenseen, so kann man das, glaube ich, betrachten, die haben wir ebenfalls vermieden. Ja, und Sie sehen hier tatsächlich so Restgebiete, die hier in diesen schraffierten Gebieten übrig bleiben. Und das kann man dann, glaube ich, ganz gut sehen. Das sind dann diese Gebiete, die hier als Ergebnis der Etappe 1 dann zurückbleiben. Die roten Teile sind also die, die für das Hochaktiv- bzw. Brennelemente Tiefenlager vorgesehen waren und auch noch sind. Wir haben dann in der zweiten Etappe tatsächlich die verbleibenden, also ausschließlich für SMA vorgesehenen Gebiete Südrand, Jura Südfuss und den Wellenberg zurückgelassen und ausgeschlossen. Wir sind also tatsächlich in der dritten und letzten Etappe noch mit diesen drei orangen Gebieten unterwegs. Also was ich sagen will ist, die Auswahl der Standortgebiete bereits in der Etappe 1 war das Resultat systematischer Anwendungen der Vorgaben im Sachplan, berücksichtigt die geologischen Möglichkeiten. Wir sind da am Anfang pragmatisch vorgegangen, haben die Gebiete, die offensichtlich ungeeignet sind, ausgeschlossen. Wir haben das schrittweise und systematisch gemacht, Aussicht, Sicherheit und technische Machbarkeit auf der Basis der Kriterien. Und das ist dann auch vom Bundesrat 2011 genehmigt worden. So sehen die Gebiete im Schnitt alle aus. Also die Nordschweizer Gebiete haben relativ einheitliche Struktur und Aufbau. Ich habe jetzt hier mal den Beispiel von den mittleren gezeigt. Das ist das Gebiet nördlich Lägern, mesozoische Schichten, darüber ein bisschen Molasse. Und in der Mitte, das ist das, wonach wir suchen, langweilig gelagerte, flach gelagerte Tonsteine. Ja, also es genau das Gegenteil von dem, worüber sich Geologen normalerweise freuen, also flachlagernde, langweilige Tonsteine ist nichts, wonach man wirklich sucht. Aber unser Programm erfordert das. Gut, und wenn man sich das Gestein einmal anschaut, der Opalinuston, das ist also, ich zeige es hinterher auch nochmal an Daten, ist etwa 100 Meter mächtig, überall regional verbreitet, hat einen sehr hohen Tongehalt mit sehr, sehr geringer Variation, hat eine sehr geringe hydraulische Durchlässigkeit, eine sehr gute Rückhaltung durch Sorptionseigenschaften. Also die Abfallstoffe werden sehr gut zurückgehalten, weil es eben sehr große innere Oberflächen gibt. Und die Dosisberechnungen zeigen sehr große Sicherheitsreserven, bereits jetzt mit so vorläufigen Sicherheitsüberlegungen. Allerdings hat man eine relativ geringe Gesteinsfestigkeit. Das ist einfach so bei Tonsteinen, eine relativ geringe Wärmeleitfähigkeit. Deswegen doch eine vergleichsweise lockere Anordnung unserer Abfallbehälter. Gut, also schrittweise Einengung in der Schweiz, so haben wir das gemacht. Geeignete geotektonische Räume identifiziert, dann geeignete Wirtgesteine und ihre Verbreitung in der geeigneten Tiefenlage eben markiert und so Zonen geeigneter Konfigurationen identifiziert und schließlich Standortgebiete ausgeschieden mit Hilfe eben von weiteren Kriterien zur Langzeitsicherheit, wie gesagt Erosion, aber auch tektonische Überprägung. Ja, wichtige Aspekte für den Vergleich mit Deutschland. Ich glaube, breite Abklärung der Standortmöglichkeiten von Anfang an. Das heißt, wir haben genau wie Deutschland angefangen mit der weißen Karte. Und ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Vorgehen. Geologische Situation der Schweiz ist vergleichsweise einfach, weil wir einfach, ja, weil das Land einfach viel kleiner ist. Also deswegen ist es ein bisschen schlichterer Prozess. In Deutschland gibt es einfach viel, viel größere Variationsbreite an, ich sag mal, geologischen Großräumen. Und deswegen ist es sicher auch eine größere Herausforderung.
Ja, und Stichwort nochmal ganz einfach hier, das letzte nach Süden einfallende Gesteinsschichten ergeben relativ schmales Fenster für Rückgesteine in geeigneter Tiefe. Wir werden oft gefragt, warum die Standortgebiete alle so nah an der deutschen Grenze sind. Wie gesagt, wir können da wenig dafür. Das ist schlicht und einfach die Geologie, die das so vorgibt. Ja, dann nochmal zur Nutzung von Daten, Daten und Informationen für die Sicherheitsbewertung in der ersten Phase. Wie haben wir das verwendet? Viele Daten sind bereits ganz verlässlich verfügbar gewesen, auch aus vorherigen Phasen von Standortuntersuchungen. Aber es gibt eine ganze Reihe Daten, die sind schwierig ermittelbar, haben historische Qualität, sind nicht vorhanden oder ungenau. Aber sie können häufig an anderen messbaren Größen, ich sag mal, oder von diesen abgeleitet werden. Ich zeige gleich ein Beispiel. Aber ganz wichtig ist eben tatsächlich sehr vorsichtig mit vorhandenen, insbesondere schwierig messbaren Daten umzugehen. Solche sowas wie Durchlässigkeiten in dichten Formationen sind sehr schwierig zu erheben und deswegen braucht man da, ich sag mal, man braucht ein gehöriges oder man braucht einfach sehr viel Erfahrung, um solche Daten zu erheben. Und vor allen Dingen, man muss gleich von Anfang an immer Konsistenz prüfen, passt das in vorhandene Messungen. Wie gesagt, ich zeige mal ein Beispiel, was das, glaube ich, ganz gut illustriert, Tongehalt und Durchlässigkeiten, gehe ich gleich noch darauf ein. Wo wir Ungewissheiten hatten, also wo wir nicht genau wussten, wie wir Wirtgesteine oder Situationen einstufen sollten, da haben wir tendenziell zu günstig bewertet, im Zweifelsfall also immer Gebiete mitgenommen, von denen wir nicht genau wussten, ob sie vielleicht doch ein Potenzial haben. Ziel war eben tatsächlich, dass man anschließend detaillierte Informationen in der erforderlichen Qualität in diesen Gebieten erfassen kann, sodass man also wirklich auch nichts verpasst. Ja, und das hier ist so ein Beispiel, wie man Referenzinformationen verwenden kann, im Prinzip um schwierig zu erhebende Daten zu ergänzen. Es gibt also so, also in der internationalen Literatur sehr, sehr viel Informationen. Und das hier sind Informationen aus der Ölindustrie. Rechts unten sieht man also aufgezeichnet Permeabilität auf der Y-Achse und Tonmineralgehalt auf der X-Achse. Und da sieht man auf der linken Seite ganz viele Punkte, die also eine sehr hohe Variation von Permeabilitäten haben bei niedrigen Tongehalten. Und dann kontinuierlich abnehmende Variationen und über 40%, fast keine Werte mehr mit hohen Tongehalten, sehr, sehr niedrige Permeabilitäten. Und so haben wir unsere Wirtgesteine dann kategorisiert. Wir haben also gesagt, so aha, Tonmineralgehalte über 40%, geringe Durchlässigkeiten, Selbstabdichtung ist gewährleistet. Es ist ein Prozess, der sicherstellt, dass auch kleinere Risse in der Zukunft abgedichtet werden. Kategorie 2, mäßiges Selbstabdichtungsvermögen, haben wir entsprechend niedriger qualifiziert und dann alles, was in die dritte Kategorie fällt, mit sehr geringen Tonmineralgehalten, hat eben das Potenzial, auch hohe Durchlässigkeiten zu haben und deswegen für uns schlechter bewertet. Aber solche globalen Kompilationen haben wir verwendet, um unsere Informationen zu referenzieren und zu kategorisieren. Ja, derzeit befinden wir uns in der Etappe 3. Wir sind also in der glücklichen Situation, dass wir jetzt selber Daten erheben können. Und das ist das, was wir tun. Wir machen rein oberflächenbasierte Charakterisierung. Wir machen seismische Charakterisierung, weil wir eben tatsächlich auf einen Sedimentstapel fokussieren, können wir mit Seismik sehr viele Informationen über die räumlichen Verhältnisse im Untergrund gewinnen. Wir machen unten links zu sehen Bohrungen in oberflächennahe Quartärvorkommen, also diese Rinnen, die Sie gesehen haben auf der Karte, die bohren wir ab und stellen ihr Alter fest und versuchen zu rekonstruieren, wie sich die Landschaft entwickelt hat. Und wir machen natürlich eine umfassende Untersuchung der Tiefengeologie hier mit solchen Tiefbohrungen. Wir haben überall Nachbarn und deswegen habe ich Ihnen extra ein Beispiel mitgebracht mit einer Lärmschutzwand aus Grum, die ist uns neulich auch mal umgefallen bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten, aber dann haben wir sie wieder aufgebaut und einfach weitergebohrt. Also mit Schwierigkeiten muss man immer rechnen, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn, das wir auch sehr pflegen und versuchen und schaffen das auch, die entsprechenden geologischen Daten zu sammeln. Also nochmal zum Beispiel hier oben, wir haben 3D-Seismikblöcke gemacht mit insgesamt 260 Quadratkilometern und dort 4000 Grundeigentümer und Landnutzer kontaktiert für Erlaubnisse, die Gebiete zu betreten und
Wir haben eine Zustimmung von 97-99%, je nach Standortgebiet. Das ist keine Zustimmung zum geologischen Tiefenlager, aber das ist eine Zustimmung zur wissenschaftsbasierten Auswahl. Gut, und jetzt sind wir, wie gesagt, in der glücklichen Lage, dass wir wirklich Daten sammeln können. Wir sammeln, wie gesagt, jetzt reale Daten über Tongehalte. Das in der Mitte sehen Sie den Opalinus-Ton aus unseren Bohrungen zusammengestellt. Das sind ganz frische Daten. Sie sehen, dass diese mittleren beiden Kurven hier mit den Tongehalten, eigentlich sind es Gamma-Ray-Kurven, ist ein bisschen was anderes, aber sowas wie ein Anhalt für die Tongehalte, dass die noch hier enden. Das sind die beiden aktiven Bohrungen. Mehr Daten habe ich im Moment nicht zur Verfügung, aber man sieht, dass die Tongehalte hier nach rechts ausschlagende Kurven in diesem Mittelteil überall sehr hoch sind. Und wir können auch in diesen, im Wirtgestein sehr, sehr gut die Durchlässigkeiten messen. Und wir sehen, dass diese globalen Korrelationen, die wir verwendet haben, tatsächlich funktioniert haben. Wir haben überall sehr hohe Tongehalte im Wirkgestein und wir haben dementsprechend extrem niedrige K-Werte. Das ist ein bisschen anderer Wert als die Permeabilität, aber ist es genau die Größenordnung, die wir eigentlich erwartet haben. Also schrittweise Einigung in der Schweiz, umfangreiche Vorarbeiten als Grundlage, die wir hatten, eigene, aber auch von Dritten aus der Erdölindustrie. Wir haben eingeengt auf der Basis ausschließlich sicherheitsgerichteter Kriterien. Wir haben die Engung gemäß tektonischer Großräume relativ, ich sag mal, rasch gemacht, mit auf der Basis einzelner Kriterien pragmatisch vorgegangen. Dann vorsichtig mit dem Einsatz historischer Daten gewesen. Wir haben hier häufig Referenzeigenschaften verwendet, um Gesteine zu charakterisieren. Und dann haben wir, das machen wir jetzt schon seit 2018, ja, gezielt die Datenlage vertieft für diese Entscheide jetzt zur Standortwahl. Und wir erwarten die Standortwahl, also die Ankündigung des richtigen Standortes Ende nächsten Jahres und dann die Standortwahl mit Einreichung aller Unterlagen 2024. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich natürlich auf Fragen. Vielen Dank, Herr Fitor. Sie waren sogar schneller, als wir Sie eingeplant hatten, was sehr gut ist für die Diskussion. Es haben sich im Chat mehrere Verständnisfragen schon eingefunden. Wolfgang Ehmke fragt danach, wie das gedacht ist mit dem Kombilager. Sind das dann zwei getrennte Lager? Und wie steht es um den Forschungsstand für das Co-Disposal in der Schweiz? Ja, das ist genauso wie, danke für die Frage, das ist genauso wie er vermutet hat, es sind zwei Lagerteile, die, ich sag mal, eine entsprechende Trennung haben. Wir haben ja unterschiedliche Charakteristika, auf der einen Seite wärmeentwickelnde Abfälle, auf der anderen Seite ein großes Volumen von solchen Abfällen, die das nicht tun. Und diese beiden Lager sind entsprechend getrennt, betrieblich, aber auch vom Bau her und sind einfach nur im gleichen Standortgebiet. Teilen sich auch die Zugänge, aber sind entsprechend getrennt, sodass es keine negativen Wechselwirkungen zwischen den beiden Lagerteilen geben kann. Okay, er hatte noch eine zweite Frage, die ihm aber Herr Ganzer schon beantwortet hat, nämlich die Frage, ob der Opalinus-Ton zufällig an der Grenze endet. Er kennt eine solche Konstellation aus Gorleben? Nein, das tut er nicht. Zur konkreten geologischen Situation in Deutschland, fehlen mir, glaube ich, so ein bisschen die Grundlagen. Ich weiß, dass sich die Mächtigkeit verändert nach Süddeutschland hinein. Dann kommt auch der Bodensee-Hegau-Graben. Also da gibt es sicher Aspekte, die man da noch vertieft anschauen müsste. Also da möchte ich mich jetzt nicht aufschwingen, da mich in die Standortwahl einzumischen, aber der endet nicht an der schweizer-deutschen Grenze. War auch, glaube ich, eher etwas spaßiger gemeint. Die zweite Frage an Sie kommt aus dem YouTube-Chat. Mhm. Und da geht es um die Frage, ob die Schweiz denn wie Deutschland auch den Ehrgeiz habe, den bestmöglichen Standort zu finden oder ob in der Schweiz einer reicht, der gut genug ist. Nein, die Ambition ist genau die gleiche. Der Bestgeeignete ist das Ziel. Und
Das ist auch immer das, was wir hören aus den Standortregionen. Wenn wir zeigen können, dass das der bestgeeignete Standort ist, dann sind wir auch bereit, ein Lager zu akzeptieren. Schreit hier keiner Hurra, aber das ist, ich sag mal, auf der Basis haben wir einen, glaube ich, einen sehr guten Konsens in der Schweiz. Es gibt eine echte Fachfrage von Frank Meyer. Gibt es Untersuchungen zur thermischen Reife der Tone? Und wenn ja, gibt es eine Korrelation zur Permeabilität? Gibt es Untersuchungen zur thermischen Reife der Tone? Ja, wenn gibt ja? Es. Natürlich. Es gibt eine ganze Reihe von Vitrinit-Reflektivitätsuntersuchungen. Es gibt Versenkungstiefenabschätzungen, Maximaltemperaturabschätzungen auf ganz verschiedener Basis. Aber das sind alles so Beckenrekonstruktionen. Und natürlich gibt es ein Verhältnis oder eine Relation dieser Geschichte, dieser geologischen Versenkungsgeschichte zur Porosität. Je höher diese ehemalige maximale Versenkungstiefe, desto geringer die Porosität. Das kann man diesen Gesteinen ansehen und das kann man auch messen. Und dementsprechend ist auch die Permeabilität dann etwas geringer. Aber die Variationsbreite in der Schweiz ist, in der Nordschweiz ist relativ klein. Wir sind immer so um die 11 Volumenprozent Wassergehalte und da ist die Variationsbreite relativ klein. Wir sind irgendwie zwischen 10 und 12 immer. Das spielt für die Permeabilität keine große Rolle. Eva Bayreuther fragt, spielt der Gehalt im Würzgestein an potenziellen Standorten an zwei- bzw. drei-Schicht-Ton-Mineralen eine Rolle in der endgültigen Auswahl? Wäre ein hoher Gehalt an drei-Schicht-Ton-Mineralen im Hinblick auf Quellfähigkeit und Ionenaustauschkapazität von Vorteil? Ja, also auch dazu kann ich sagen, der Opalinuston ist sehr homogen über sein Verbreitungsgebiet. Wir haben ja von Ost nach West, unsere drei Standortgebiete sind sehr, sehr nah zusammen. Das heißt, die Variationsbreite ist auch da sehr klein. Der Anteil an Dreischicht-Silikaten ist, also von den 55% sind, wenn ich mich recht entsinne, etwa 11 bis 20 tatsächlich Dreischicht-Silikate. Aber das ist überall sehr einheitlich der Fall. Wir haben gerade unseren ersten Bohrreport, unseren ersten Bohrbericht veröffentlicht mit entsprechender Analyse der Tonmineralogie. Ist auf unserer Webseite zu finden, www.nagra.ch. Dort ist die Bohrung Bülach mit über 1000 Seiten dokumentiert und da finden Sie auch die entsprechenden Angaben. Wenn ich jetzt zwischen ganz verschiedenen Standorten mit ganz unterschiedlicher Tonmineralogie wählen müsste, da müsste ich mir wirklich nochmal ganz genau überlegen, was ich dazu sagen sollte. Ich bin zum Glück aus der Schweizer Situation jetzt nicht in der Zwangslage, zwischen verschiedenen Wirtgesteinen mit verschiedenen Tonmineralogien wählen zu müssen. Da kann ich mich da so rauswinden. Dass es nicht so ganz einfach ist, dazu eine Aussage zu machen, bevor man dann fertig ist mit den Untersuchungen, ist, glaube ich, verständlich. Ich habe noch drei Fragen und würde dann in den nächsten Vortragsblock einbiegen, wo es dann um die Situation im deutschen Standortauswahlverfahren geht, um den aktuellen Arbeitsstand unserer Kolleginnen und Kollegen in der Standortauswahl. Es gibt noch eine Frage, die sich mit der Frage beschäftigt oder die einfach nochmal nachfragt. Sie haben ja vorhin in Ihrem kleinen historischen Rückblick berichtet, wie Sie quasi auf den Opalinuston gekommen sind. Trotzdem nochmal die Nachfrage, wie einfach oder schwierig war denn die Auswahl des Würzgesteins und welche Alternativen gab es am Anfang? Warum ist Opalinuston der Sieger geworden? Also für die hochaktiven Gesteine gab es sehr, sehr wenig Konkurrenz, kann man glaube ich sagen. Für die schwach-mittelaktive Abfallkategorie gab es schon eine ganze Menge Konkurrenz. Da haben wir uns Gesteine angeschaut, die drüber und drunter liegen beim Opalinuston. Die ganze obere Doggerabfolge, aber auch die untere Süßwassermolasse. Aber wie gesagt, wir hatten
wir haben in keinem der Gesteine so einheitliche und homogene Verhältnisse vorgefunden wie im Opalinuston. Das ist die einzige wirklich regional auftretende Tonsteineinheit, die flach gelagert ist und entsprechende Kriterien erfüllt. Insofern war das für hochaktiv relativ simpel. Also das ist vielleicht auch ein, ist auch wieder der Größe der Schweiz geschuldet, dass wir hier in einer relativ glücklichen Situation waren und da uns relativ schnell konzentrieren konnten. Eine Anschlussfrage wäre, wie haben Sie die Einengung von 6 auf 3 Gebiete vollzogen, obwohl die Erkundung ja tatsächlich erst nach dieser Einengung stattgefunden hat? Das passt vielleicht ein bisschen zu der Frage eben. Ja, wir haben tatsächlich in der Etappe 2 noch eine ganze Menge an Erkundungsdaten eingesammelt. Wir haben noch 2D-Seismik, also existierende alte Seismikdaten reprozessiert und noch 2D-Seismik gemacht, ungefähr 300 Kilometer. Dann haben wir Fremdbohrungen noch benutzt, um selber Untersuchungen zu machen, auch Erdwärmesonden, Aufschlussarbeiten, viele gemacht und so. Und das hat unsere Datenbasis verbreitert. Wir hatten, das darf ich aber auch hier nochmal sagen, vor, ursprünglich auf 2 Gebiete einzuengen und sind dann aber, also unserem Vorschlag, diese 2 auf 2 Gebiete einzuengen, denen sind die Behörden nicht gefolgt und wir haben deswegen auch jetzt 3 Gebiete. Aber da sind wir fair und untersuchen natürlich alle 3 Gebiete gleich jetzt. Also gibt es keine Vorbedingungen. Es gibt noch 2 Fragen, die sich beziehen. Das eine auf, eigentlich ist das das Einbiegen auf das deutsche Verfahren. Und eine Frage, da geht es nochmal um die Akzeptanz. Sie hatten ja erwähnt, dass es für die Bohrungen eine hohe Akzeptanz gibt, also das wissenschaftliche Vorgehen, haben aber auch erwähnt, dass das jetzt nicht unbedingt auch gilt für die Akzeptanz für den Endlagerstandort. Und genau danach wird jetzt gefragt, wie steht es um die Akzeptanz der Bevölkerung, was den Endlagerstandort angeht? Ja, das ist ein bisschen, also wir haben eine sehr intensive regionale Partizipation. Es gibt Regionalkonferenzen mit jeweils über 100 Mitgliedern. Wir haben, also diese Regionalkonferenzen entscheiden auch Dinge. Sie entscheiden zum Beispiel, oder sie geben Empfehlungen ab für die Standorte der Oberflächenanlagen, sehr konkrete Dinge. Also die, wir verstehen das Lager, wenn man so will, als zweiteilig. Oberflächenaspekte können von der regionalen Partizipation mitentschieden werden. Das ganze Untertägige, was sicherheitsbezogen ist, das müssen wir selbst in der Hand behalten. Aber die Akzeptanz des Tiefenlagers, ich habe, wie gesagt, da kann ich nochmal zurückkommen auf die Aussage des Gemeindepräsidenten von Bülach, der gesagt hat, wenn die Nagger zeigen kann, dass dieser Standort hier vor meiner Haustür der sicherste ist in der Schweiz, dann sind wir auch bereit, da Hand zu bieten. Also, ich glaube, das ist so insgesamt die Haltung. Wenn wir mit sachlichen Argumenten überzeugen können, dann haben wir eine Basis, um dort voranzukommen. Und das zeigt sich einfach über die letzten, ich sag mal 15 Jahre oder so, dass tatsächlich das ein sehr guter Einstieg ist und dass es nach wie vor so ist, dass technisch-wissenschaftliche Daten auch eingefordert werden und dass wir mit den Regionen auf einem extrem hohen technisch-wissenschaftlichen Niveau diskutieren, was denn jetzt vorteilhaft ist und was weniger vorteilhaft ist. Was ist eine gute Lösung, was ist eine weniger gute Lösung? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das sehr viel Freude, mir macht das Spaß wir kommen da mit den Regionen zurecht, einfach. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt, also der Weg voran ist vorgezeichnet und die Schweiz will den beschreiten. Letzte Frage, bevor wir in den nächsten Vortragsteil einbiegen. Erstaunlich sei das Zieldatum 2060, sagt ein Zuschauer auf YouTube. Warum dauert es so lang, wenn die Schweiz doch schon so weit vorne liegt? Und dann das Einbiegen in das deutsche Verfahren, lässt sich daraus was ableiten für Deutschland? Das werden wir vielleicht im Anschluss diskutieren. Sehr guter Punkt. Werden wir auch häufig gefragt, warum dauert es so lange?
Nun, ein wesentlicher Grund ist tatsächlich, es hat technische Gründe, weil diese Abfälle ja immer noch eine gewisse Wärme produzieren, brauchen sie einfach eine gewisse Zeit in der Zwischenlagerung, sodass sie ausreichend abgekühlt sind, damit sie die geologische Barriere, den Opalinuston, eben nicht beeinträchtigen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir ja so etwa im Schnitt 40 Jahre Zwischenlagerung brauchen, weil die Schweiz jetzt nur noch nicht ausgestiegen ist. Also noch nicht, naja, also genau ist es so, dass die Kernkraftwerke weiter betrieben werden können, solange sie sicher sind. Es gibt aber keine neue Generation von Kernkraftwerken in der Schweiz. Das heißt, es braucht auch, wenn das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet wird, wahrscheinlich in den 30er Jahren oder Anfang der 40er Jahre eine gewisse Zwischenlagerungszeit. Und deswegen kommt man auf in etwa diesen Betriebszeitraum Anfang der 2060er Jahre. Man kann dann die Abfälle mischen, sodass die mittlere Beladung der Abfallbehälter dann so okay ist für den Opalinuston und dann passt das ganz gut. Aber es hat im Wesentlichen technische Gründe. Danke, Herr Fitor. Andreas Fox, sehen Sie mir bitte nach, dass ich Sie in die nächste Runde nehme. Er wollte nämlich noch wissen, ob sich Schweizer Politiker direkt gegen das Verfahren gestellt haben. Ich meine, wenn das schnell geht, können Sie es auch schnell noch beantworten. Aber ich würde dann wirklich gerne weitermachen, sonst geraten wir zeitlich aus dem Leim. Ganz einfach, man hat sich am Anfang auf Spielregeln geeinigt und sich eingeschworen auf dieses Verfahren. Man will das jetzt gemeinsam lösen, das Problem. Und darauf wird auch immer wieder zurückgekommen. Wir haben verabredet, wir machen das jetzt mit diesen Spielregeln und jetzt bitte lasst uns dabei bleiben. Das ist, glaube ich, so eine ganz generelle Haltung. Also es gibt natürlich auch viele kritische Stimmen in der Schweiz, die das Standortauswahlverfahren begleiten und auch sicher auch also gute Fragen formulieren an uns, die wir auch immer wieder beantworten gerne. Und das ist auch wichtig und richtig, aber es halten sich alle an die Spielregeln. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Grundsatz. Vielen Dank, Herr Fitor, für den ersten Aufschlag. Es geht dann gleich weiter mit Lisa Seidel. Sie ist augenblicklich kommissarisch noch Bereichsleiterin der Standortauswahl und vor allen Dingen fürs Vorhabensmanagement zuständig und wird uns jetzt einen ersten Einstieg in den Arbeitsstand bei der Standortauswahl in Deutschland liefern. Ich glaube, Herr Fitor, Sie müssten noch die Bildschirmteilung aufheben. Genau, und Lisa Seidel muss dann damit anfangen. Genau. Sieht man schon was? Ja, sehr schön. Super, ja, schönen guten Abend. Genau, ich würde den Einstieg machen in eine, ich nenne es jetzt mal Vortragsreihe, zusammen mit meinen Kollegen. Und zwar möchten wir Ihnen heute wirklich mal einen Einblick geben in die Sachen, die wir derzeit tun und die wir auch schon, also auch schon Arbeitsstände zu einigen Sachen zeigen, was wir gerade schon, also was wir gerade machen, gerade auch mit Blick auf die Ermittlung der Standortregionen. Und ich würde jetzt in diesem ersten Vortragsteil das hier einmal drei Punkte mitgebracht, einmal nochmal auf das Standortauswahlverfahren an sich eingehen, nochmal ganz, ganz kurz, also wirklich nur ganz mini kurz auf den Schritt eins der Phase 1 zurückspringen und dann aber wirklich den Blick nach vorne richten und zu schauen, was passiert jetzt eigentlich als nächstes und Ihnen auch so einen kleinen Einblick geben, wie wir eigentlich arbeiten, bevor ich dann an meine Kollegen weitergebe, die Ihnen dann noch weitere Einblicke in unsere Arbeiten zeigen. Wir haben in unseren Vorträgen bereits im Vorfeld eingereichte Fragen probiert, schon so ein bisschen mit reinzuarbeiten. Wenn die Fragen da im Detail nicht beantwortet werden, dann können Sie die gerne nochmal im Nachgang dann nochmal direkt an uns stellen in unserem Frageteil. Genau, dann würde ich sagen, wir starten auch gleich, machen wir mal einen kurzen Blick auf das Standortauswahlverfahren. Da möchte ich als erstes einmal nochmal auf die Ziele des Standortauswahlverfahrens abheben. Also was ist eigentlich das Ziel? Wir suchen einen Standort in der Bundesrepublik Deutschland. Das Ganze findet im Rahmen eines partizipativen, wissenschaftsbasierten, transparenten, selbsthinterfragenden und lernenden Verfahrens statt, was uns als Bereichsstandortauswahl auch sehr, sehr wichtig ist, das zu gewährleisten und in unserer Arbeit stetig mit zu berücksichtigen und auch mit immer mit reinzudenken.
Wir suchen einen Standort für die tiefengeologische Endlagerung von ca. 10.100 Tonnen Schwermetall in Form bestrahlter Brennelemente aus Leistungsreaktoren, 10 bis 12 Tonnen Schwermetall aus Versuchs-, Demonstrations- und Forschungsreaktoren und ca. 9.000, ich kürze es mal ab, 900 Kukillen mit radioaktiven Abfällen aus der Wiederaufbereitung. Der Standort soll die bestmögliche Sicherheit für den dauerhaften Schutz von Mensch und Umwelt für einen Zeitraum von 1 Million Jahre gewährleisten. Die Abfälle sollen rückholbar sein, das heißt die Rückholbarkeit der radioaktiven Abfälle bis zum Beginn der Stilllegung. Das ergibt sich aus der Endlagersicherheitsanforderungsverordnung, aber auch aus dem Stand AG selbst, ist entsprechend zu gewährleisten und technische Einrichtungen sind dementsprechend auch mit direkt vorzuhalten. Die Bergbarkeit der radioaktiven Abfälle während der Stilllegung und für einen Zeitraum, und das ist das Besondere, von 500 Jahren nach dem vorgesehenen Verschluss, das heißt, wir sprechen von einer Bergbarkeit 500 Jahre plus x, ja, je nachdem, wie lange die Stilllegungsphase am Ende dauert, ist entsprechend mit zu berücksichtigen. Ein Vorhalten technischer Einrichtungen dafür ist nicht explizit vorgeschrieben. Eine Besonderheit noch, die Berücksichtigung einer Endlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle am Standort selbst, den wir für die hochradioaktiven Abfälle suchen, ist möglich. Allerdings nur insofern die bestmögliche Sicherheit wie bei einer alleinigen Endlagerung dieser hochradioaktiven Abfälle nicht beeinträchtigt wird. Im Schritt 2 der Phase 1, also jetzt im Zuge der Ermittlung der Standortregion für die übertägige Erkundung, werden wir dementsprechend eine Volumenbetrachtung machen, inwiefern denn eine Endlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle am selbigen Standort möglich wäre. Schauen wir uns einmal den Verfahrensablauf an. Wir sehen hier die drei Phasen des Standortauswahlverfahrens. Die Phase 1 ist in zwei Schritte unterteilt. Den ersten Schritt, Ermittlung von Teilgebieten, haben wir mit der Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete Ende September 2020 erfolgreich abgeschlossen und stehen jetzt ganz am Anfang des Schritts 2 zur Ermittlung von Standortregionen für die übertägige Erkundung. Man sieht hier unten, das ist dieser langgezogene, blaue Balken, die Anwendung der Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen, geowissenschaftlichen Abwägungskriterien, die ja den ersten Schritt eigentlich des Standortauswahlverfahrens für die Ermittlung der Teilgebiete ausgemacht haben. Diese Kriterien ziehen sich über das gesamte Standortauswahlverfahren, also bis zum Ende hin, durch. Die werden immer wieder und immer wiederkehrend angewendet. Was jetzt neu ist, ist hier, sieht man am Anfang des Schritt 2, ist, dass wir jetzt zusätzlich die vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien ins Verfahren dazu bekommen. Allerdings ziehen sich auch diese, ich nenne sie jetzt mal Werkzeuge, bis zum Ende des Standortauswahlverfahrens durch. Den ersten Einstieg in übertägige Erkundungen, der passiert mit der Phase 2 des Standortauswahlverfahrens, das heißt mit der Entscheidung, übertägig zu erkunden, eine Standortregion. Die untertägige Erkundung findet dann dementsprechend in Phase 3 statt. Das angestrebte, also die angestrebte Standortentscheidung ist im Jahr 2031. Wie geht es aber dann eigentlich weiter? Also was passiert dann eigentlich nach 2031? Das möchte ich Ihnen einmal mit der Folie ein bisschen näher bringen. Ich habe Ihnen hier einmal die Betriebsphase eines Endlagers mitgebracht. Wir haben hier die oben die Vorbetriebsphase, sehen hier oben, ne, über die Zeitschiene 2031, dass wir uns auch mit der Standortentscheidung noch voll in der Vorbetriebsphase des Endlagers befinden. Das heißt, wir haben hier vorne das Auswahlverfahren, die rote Linie spiegelt so ein bisschen das Ende des Standortauswahlverfahrens wider. Wir treten danach dann in das entsprechende Genehmigungsverfahren ein, in den Errichtungsbetrieb, wo dann auch Kalterprobung, erste Sicherheitsüberprüfung und auch die entsprechenden Stilllegungskonzepte darzulegen sind. Und was man hier unten aber auch noch sehr schön sieht, ist, Sie sehen hier direkt unter dem Standortauswahlverfahren diese zwei, ich habe es mal in hellblau dargestellt, Kästchen. Die stellen eigentlich die ersten beiden Erkundungsblöcke dar, in Phase 2 und Phase 3. Und diese Erkundung, die hört nicht auf mit der Standortauswahl oder mit der Festlegung des Standorts, sondern die geht weiter. Denn während des Genehmigungsverfahrens finden weiterhin Erkundungsmaßnahmen statt. Die brauchen wir für das Genehmigungsverfahren. Das ist ganz wichtig. Das heißt, dass da mit dem Ende oder mit der Festlegung des Standortes mit der bestmöglichen Sicherheit die Erkundung nicht abgeschlossen ist, sondern weiter fortgeführt wird.
Wir haben hier hinten in dem unteren Pfeil, habe ich Ihnen einmal die Rückholbarkeit eingezeichnet, wie es auf der ersten Folie schon gesagt hat, die ja während der Betriebsphase, die Betriebsphase ist hier oben eingezeichnet, der angestrebte Betriebsbeginn für das Endlager für hochradioaktive Abfälle ist laut aktuellem nationalen Entsorgungsprogramm des BMU das Jahr 2050, deswegen beginnt hier auch die entsprechende Betriebsphase. Wenn wir hier von einer Betriebsdauer von ca. 40 Jahren ausgehen, wären wir dann mit dem Beginn des Stilllegungsbetriebes ca. im Jahr 2090 drin und würden dann in die entsprechende Nachbetriebsphase einsteigen und mit dem Eintritt in die Nachbetriebsphase, sprich mit dem Eintritt in den Stilllegungsbetrieb, würden wir dann auch in die Bergbarkeit, das heißt Wirksamkeit von Vorkehrungen zur möglichen Bergbarkeit entsprechend eintreten. Genau. Machen wir einmal einen ganz, ganz kurzen Rückschritt auf das, was wir jetzt im Schritt 1 der Phase 1 gemacht haben. Wir sind 2017 mit dem Standortauswahlverfahren gestartet. Ausgangslage war die weiße Landkarte Deutschlands. Wir haben auf Basis von Geodatenabfragen bei den Bundes- und Landesbehörden die in § 22, 23 und 24 festgelegten Kriterien angewendet, die Ausschusskriterien, die Mindestanforderungen und die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien und haben im Ergebnis die Karte ist Ihnen sicherlich bekannt, die 90 Teilgebiete ermittelt in Deutschland, die jetzt die Ausgangslage für die weiterführenden Arbeiten darstellen. Schauen wir jetzt oder gehen wir jetzt direkt mal in den Schritt 2 der Phase 1. Hier noch einmal das Standortauswahlverfahren eingekreist hier. Wir befinden uns jetzt ganz am Ende, wirklich in dieser roten, auf dieser roten Linie eigentlich stehen wir gerade am Anfang des Schritt 2. Ermittlung von Standortregion für die übertägige Erkundung. Und wann endet eigentlich die Phase 1 des Standortauswahlverfahrens? Diese endet erst nach der Entscheidung übertägig zu erkundender Standortregion. Das heißt mit dem Abschluss auch des § 15. Das ist also nicht nur der § 14, sondern es ist auch der § 15, der eigentlich dann die Phase 1 eigentlich abschließt erst am Ende. Schauen wir das hier nochmal ein bisschen detaillierter an. Wir haben hier die Teilgebiete aus dem Zwischenbericht Teilgebiete, 90 Teilgebiete. Das sind circa 54% der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben noch alle Wirtsgesteine, die wir am Anfang auch im Topf hatten, noch weiterhin mit dabei. Wir haben zusätzlich Werkzeuge mit dem Schritt 2 der Phase 1 jetzt an die Hand bekommen. Ich hatte es vorne einmal ganz kurz schon dargestellt. Das sind einmal jetzt im Schritt 2 der Phase 1 der Eintritt in die vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Wir starten mit den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Das ist der erste Schritt der vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Ich sage mal, der mit dem geringsten Detaillierungsgrad. Die vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen werden jetzt mit zunehmendem Stand des Verfahrens immer detaillierter und immer komplexer. Die repräsentativen bilden da wirklich den Startschuss. Wir haben eine erneute Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien auf Basis der Ergebnisse aus den Sicherheitsuntersuchungen und haben dann noch nach Maßgabe von § 25 die Möglichkeit, die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien auch erstmals im Standortauswahlverfahren jetzt anzuwenden. Ich möchte Ihnen mit der nächsten Folie einmal so einen kleinen Überblick über das geben, was wir eigentlich oder wie wir eigentlich bei uns arbeiten und was uns eigentlich auch wichtig ist. Also uns ist wirklich wichtig, das lernende Verfahren zu leben. Und ich beschreibe das mal ganz gerne im Rahmen eines KVPs, also eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Wir entwickeln Methodiken, wir initiieren Forschungsvorhaben, wir probieren anhand vieler Piloten oder auch Pilotierungen unsere Methoden entsprechend zu validieren. Wir möchten diese vorstellen und auch mit der Öffentlichkeit entsprechend diskutieren. Wir haben viele Teilnahmen an wissenschaftlichen Konferenzen und auch vermehrte oder auch sehen auch zu, uns an vielen Untertagelaboren entsprechend zu beteiligen, um uns auch selber immer weiter zu entwickeln. Und auch nie auf dem Stand stehen zu bleiben, wo wir momentan sind. Also das ist wirklich unser Bestreben, dass wir besser werden wollen. Ich habe Ihnen hier einmal an die Seite mitgehangen. Das ist ein Auszug von unserer BGE-Homepage unter dem Reiter Endlagersuchung, Forschung. Da finden Sie eigentlich alle unsere momentan laufenden Forschungsvorhaben, aber auch unsere Forschungsagenda, wo halt eingeordnet in das Verfahren halt die einzelnen Forschungsbedarfe und die Forschungsschwerpunkte aufgeführt sind. Wir haben
die Betrifftveranstaltung Standortauswahl jetzt heute das Logo mal mitgebracht, was wir ja auch stetig fortführen wollen. Das heißt, ist ja ein Veranstaltungsformat, wo wir halt in die Diskussion und auch in die Information direkt mit Ihnen reingehen wollen. Wir haben das Veranstaltungsformat der Tage der Standortauswahl, was wir jetzt ja auch schon zweimal erfolgreich ausrichten können und auch die nächste Ausrichtung mit einem externen Partner auch wieder in der Vorbereitung haben. Wir sind am Untertagelabor in Monterrey an der Schweiz beteiligt und beteiligen uns da an vielen Experimenten mit. Und wir haben, das ist jetzt noch relativ neu, um halt den Fokus mehr auf diese, also wirklich den Fokus legen, wie kriegen wir Forschungsfragen, ich sage es jetzt mal, in die Welt, wie kriegen wir Ideen, wie wir an Forschungsfragen rangehen können, auch in die Diskussion mit der Fachwelt wirklich auf den Punkt gebracht. Und dann hatten wir die Idee Anfang des Jahres, wir machen eine Seite, die nennt sich Forschungsaufrufe. Die ist auch auf unserer Homepage einsehbar. Unter Aktuelles finden Sie die Forschungsaufrufe. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Fragestellungen, Forschungsthemen zu Fragestellungen, die uns interessieren, die uns wichtig sind, wo wir den Input oder wo wir wirklich dazu aufrufen, verschiedene Forschungseinrichtungen, bitte reichen Sie uns entsprechende Projektskizzen ein, wie wir diese Fragen vernünftig und wissenschaftlich angehen können. Das läuft momentan sehr erfolgreich. Wir konnten da schon die ersten beiden Forschungsaufrufe jetzt entsprechend auswerten, befinden uns da jetzt auch in der entsprechenden, ich sage es jetzt mal, Beauftragungsphase. Das ist ja keine Vergabephase, eine Beauftragungsphase. Sobald diese dann auch beauftragt sind, werden diese dann mittels entsprechender Projektskizzen auf unserer Homepage veröffentlicht, damit Sie auch sehen, was eigentlich aus den Aufrufen geworden ist und wie es eigentlich weitergeht. Ich würde einmal ganz gerne zeigen, wer wir eigentlich sind. Das ist jetzt ein Auszug unseres Organigramms vom Bereich Standortauswahl. Und ganz kurz einmal einordnen, wer macht eigentlich was, bezogen jetzt auch auf den Schritt 2 der Phase 1. Wir haben ja die erneute Anwendung der planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien. Die findet in der Abteilung, die ich leite, ist die Abteilung Vorhabensmanagement statt. Dort arbeiten viele Ingenieure aus dem Maschinenbaubereich, aus dem Verfahrenstechnikbereich, viele Projektmanager. Wir haben dann eine Gruppe, die nennt sich Genehmigungsmanagement. Da sitzen zum Beispiel Raumplaner mit drin, da sitzen Juristen mit drin, da sitzen Naturwissenschaftler, Biologen, Chemiker mit drin. Die kümmern sich wirklich federführend um diese planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien. Das heißt, um die Methodenentwicklung, um die Pilotierung und auch später dann um die entsprechende Durchführung. Wir haben die Abteilung Standortsuche. Das ist die Abteilung von dem Dr. Sönke Reiche. Der kümmert sich in der Verantwortung um die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien jetzt explizit in Schritt 2. Und wir haben die Abteilung Sicherheitsuntersuchung von dem Dr. Wolfram Rüegg. Der kümmert sich um die Entwicklung und auch um die Durchführung später der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung, wo jetzt aber eine Besonderheit zum Tragen kommt, dass der Verantwortungsbereich, ja, der liegt in diesen Abteilungen. Das heißt aber nicht, dass die nicht miteinander arbeiten. Das heißt, dass diese beiden Abteilungen hier ganz, ganz eng miteinander arbeiten, diese beiden Abteilungen ganz, ganz eng miteinander arbeiten und alle Abteilungen auch eng miteinander arbeiten. Wir haben zwar die Verantwortungsbereiche festgelegt, wir arbeiten aber alle in einem großen Team zusammen, der komplette Bereich. Da kommt nämlich auch dann diese Abteilung hier zum Tragen, das ist die Abteilung Erkundung. Die befindet sich noch im Aufbau, da sitzen schon viele sehr, sehr gute Leute, aber der Personalaufbau ist da noch nicht abgeschlossen. Und die werden sich nämlich dann im Schritt 2 der Phase 1 um die Erarbeitung der standortbezogenen Erkundungsprogramme kümmern, weil das ja auch ein Aufgabenbereich ist, den wir dann entsprechend mit dem Ende des Paragraph 14 mit vorlegen müssen, standortbezogene Erkundungsprogramme. Wir haben hier die Abteilung Endlagerplanung, die existiert seit dem 01.01.2021, die ist noch ganz, ganz frisch. Da sitzen noch keine Leute, da sind wir derzeit voll in den Personalaufbau eingestiegen. Das sind die Leute, die sich um die Endlagerbehälterentwicklung zukünftig kümmern werden. Diese Arbeiten finden schon statt. Die finden derzeit in der Abteilung von dem Herrn Rüegg bei dem Dr. Thomas Loser statt, der die Gruppe Endlagerkonzepte leitet. Der macht diese Arbeiten hier momentan mit. Sobald hier der Personalaufbau fertig ist, wird dann die Endlagerbehälterentwicklung in dieser Abteilung stattfinden und auch die übertägige Anlagenplanung. Also alles, was Richtung Konditionierungsanlagen und weiterer Tagesanlagen angeht, mehr so auf den kerntechnischen Schwerpunkt bezogen, wird alles dann in dieser Abteilung entsprechend beplant.
hier, Sie sehen ja, die Abteilung, die ich leite, kümmert sich um die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien. Die kommen ja jetzt das erste Mal zum Tragen. Die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien haben ja die Besonderheit, dass sie schon über das Stand AG in drei Gewichtungsgruppen eingeteilt sind. Wenn man eine Gewichtungsgruppe ist, ist die stärkste Gewichtung. Da kann man sich aus dem Kommissionsbericht der Endlagerkommission rausziehen, dass die Gewichtungsgruppe oder die Kriterien in dieser Gewichtungsgruppe dem Schutz des Menschen und der menschlichen Gesundheit dienen. Das sind zum Beispiel Emissionen, das ist Abstand zur Wohnbebauung, oberflächennahe Trinkwasser oder auch Überschwemmungsgebiete. Die zweite Gewichtungsgruppe, Schutz einzigartiger Natur- und Kulturgüter vor irreversiblen Schäden. Und die Gewichtungsgruppe 3, das ist die mit der geringsten Wichtung, die geht auf sonstige konkurrierende Nutzung und Infrastruktur ein. Das sind zum Beispiel die Anlagen der 12. BIM-Schw, das ist die Störfallverordnung. Sind aber auch alles, was hier Nutzung, also thermische Nutzung des Untergrundes und so weiter angeht. Alles, was Richtung konkurrierende Nutzung oder auch Ressourcen mit einhergeht. Was ist eigentlich das Ergebnis von Paragraph 14? Also wir sagen ja jetzt, wir befinden uns jetzt in Schritt 2 der Phase 1, wie er mit den Standortregionen für die übertägige Erkundung. Aber was ist eigentlich das Ergebnis? Was ist das Ende oder was ist dann unser Ergebnis unserer Arbeiten? Unser Ergebnis wird sein, ein Vorschlag für übertägig zu erkundende Standortregionen mit Begründung, standortbezogenen Erkundungsprogramm für die übertägige Erkundung und den Ergebnissen der Fachkonferenz Teilgebiete. Und das ergibt sich auch aus dem Paragraph 14, eine begründete Empfehlung zum Umgang mit Gebieten mit nicht hinreichenden Informationen, sofern sie denn dann vorliegen. Das ist das, was das Ergebnis aus 14 mit sich trägt. Was ist aber das Ziel, was wir mit dem Paragraph 14 verfolgen? Also was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es, im Ergebnis von Paragraph 14 Standortregionen vorzuschlagen für die übertägige Erkundung, welche im Ergebnis des ersten Schrittes der Sicherheit, der vorläufigen Sicherheitsuntersuchung, der erneuten Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien und nach Maßgabe von 25 der planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien das beste Potenzial haben, jener Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für ein Endlager für radioaktive Abfälle zu werden. Wir haben dabei keine Präferenzen zum Wirtsgestein und auch Fläche und Anzahl ist erstmal grundsätzlich ergebnisoffen. Uns geht es wirklich darum, die Standortregionen zu ermitteln, die wirklich das beste Potenzial haben, dann auch im Verfahren erfolgreich weiterzukommen. Was ich hier noch einmal betonen möchte, ist auch das Ziel der übertägigen Erkundung in Phase 2. Was ist eigentlich das Ziel der übertägigen Erkundung in Phase 2? Ist die Generierung von Erkenntnissen zur Durchführung der weiterentwickelten vorläufigen Sicherheitsuntersuchung und der Anwendung der Kriterien und Anforderungen nach 24 bis 22. Das heißt, wir gehen einen Schritt weiter. Das heißt, Ziel der übertägigen Erkundungen in Phase 2 ist es nicht, den Standort bis ins kleinste Detail oder die Standorte bis ins kleinste Detail detailliert beschreiben zu können, sondern Ziel ist es, die weiterentwickelten vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen durchzuführen und die erneute Kriterienanwendungen voranzutreiben. Was kommt eigentlich danach? Also was passiert eigentlich, wenn wir die Standortregion für die übertägige Erkundung vorgeschlagen haben? Dann ist der Paragraph 14 zu Ende, aber der Schritt 2 der Phase 1 ist ja noch nicht zu Ende. Was passiert dann? Wir übermitteln, ich habe Ihnen hier einen Auszug aus dem Paragraph 15 mitgebracht, wir übermitteln unseren Vorschlag an das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Die prüfen diesen Vorschlag von uns. Und haben uns auch entsprechend, wenn Sie von unserem Vorschlag abweichen wollen, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Ergebnisse aus dem Beteiligungsverfahren werden entsprechend vom Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung mit berücksichtigt. Und Sie prüfen auch die von uns mit eingereichten standortbezogenen Erkundungsprogramme, die Sie dann auch im Ergebnis mit etwaigen Änderungen festlegen und damit dann auch veröffentlichen. Das war es jetzt von mir und ich würde jetzt gleich direkt abgeben an meine Kollegen. Vielen Dank. Danke, Lisa. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ist jetzt Wolfram Rühack der Nächste. Das stimmt. Genau, ich teile mir diesen Vortrag zusammen mit dem Philipp Kreie. Der Philipp Kreie wird einen Hauptteil eigentlich dann auch der Präsentation entsprechend vortragen. Ich wollte nur zu Anfang vielleicht noch ein paar Worte nochmal in Ergänzung zu dem, was die Lisa Seidel gerade schon gesagt hatte, nochmal ergänzen. Also wir sind jetzt da eingestiegen, also wir haben den Zwischenbericht Teilgebiete
letzten Herbst vorgelegt und sind damit dann in den nächsten Schritt so ein Stück weit reingegangen, jetzt eben mit der Fachkonferenz Teilgebiete. Da gab es ja dann diese Auftaktveranstaltung damals noch in Kassel in Teilpräsenz und haben dann, dann fand eben die erste Fachkonferenz Teilgebiete statt und wir haben dann dort gemerkt, so ein bisschen auch mit einer leichten Überraschung, dass ja doch gar nicht so stark die Fragen sich auf den Zwischenbericht bezogen, auch, aber auch ganz, ganz viele Fragen sich dann eben schon auf den nächsten Schritt bezogen haben, also auf die Sicherheitsuntersuchungen zum Beispiel. Und im Zuge dieser Diskussion war dann eben die naheliegende Idee, lass uns doch dazu auch nochmal eine Infoveranstaltung machen. Das ist genau das Event, was heute stattfindet. Wir hatten eigentlich auch die Idee, dann diese Infoveranstaltung zu kombinieren mit so einer Art Posterpräsentation, also so wie man das in Präsenzveranstaltungen kennt und so wie wir das in der Vergangenheit nämlich schon ein paar Mal gemacht haben. Ich glaube zweimal, vielleicht sogar dreimal. Und das war eigentlich immer ziemlich gut, weil das ein sehr guter Austausch ist, im direkten Dialog mit Menschen einfach drüber nochmal sich auszutauschen und Fragen wirklich sehr gut beantworten zu können. Das ist vielleicht ein bisschen auch was für uns immer wirklich schwer ist bei der Fachkonferenz Teilgebiete. Also zumindest mir geht es so, dass ich da oft fand, hatte nicht genug Raum, um wirklich Fragen auch mal genauer zu beantworten. Deswegen einfach die Idee, jetzt diese Veranstaltung hier zu machen, die ist also in keinster Weise als Konkurrenz, sondern wirklich von unserer Seite einfach nur noch ein ergänzendes Angebot zur Fachkonferenz Teilgebiete zu verstehen. Und diese Poster-Session, die findet jetzt aber nicht hier heute statt, sondern die wird dann eben bei der Fachkonferenz Teilgebiete entsprechend stattfinden. Da bereiten wir uns gerade auch vor und werden dann also auch die Diskussion von heute kann dann dort quasi nahtlos fortgesetzt werden. Dort werden wir dann noch mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort sein, virtuell. Und an den jeweiligen virtuellen Postern dann auch nochmal wirklich diese Diskussion gerne sehr detailliert weiter fortführen. Was ich noch gerne ergänzen möchte, ist, wir stellen heute ziemlich viele hier vor, brauchen auch ganz schön lange und mussten auch schon ganz schön kürzen. Also nicht wundern, wenn jetzt nicht alle Themen vielleicht so auftauchen, wo man meint, naja, die seien ja eigentlich auch von Belang. Dafür wird es dann weitere Veranstaltungen dann auch geben. Das vielleicht so vorab, dann kommt eine einzige Folie, die ich präsentiere. Danach übernimmt der Kollege Philipp Kreie. Machst du weiter, Philipp? Genau. Und zwar ist das so ein Forschungsthemen. Nur ein paar Beispiele. Die Lisa Seidel hat es ja schon betont, das lernende Verfahren. Wir lernen nicht nur, natürlich brauchen wir auch Werkzeuge für uns in den Sicherheitsuntersuchungen, werden im Laufe des Verfahrens, dieses gestuften Verfahrens, werden numerische Modelle immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wir fangen natürlich jetzt auch schon bei den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, werden wir Modelle einsetzen. Auch dazu wird Philipp Kreie gleich ganz kurz drauf eingehen. Aber die nehmen natürlich an Bedeutung zu und vor allen Dingen endet es ja auch nicht 31 mit dem Standortvorschlag, sondern dann gehen wir ja auch in die Phase der eigentlichen des eigentlichen Endlagerbetriebs rein, wo ich auch davon ausgehe, dass hier noch weitere entsprechende Untersuchungen durchgeführt werden müssen und wir diese Modelle dann brauchen. Dazu haben wir jetzt eine Partnerschaft gestartet, zusammen mit dem Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, dem Professor Olaf Kolditz unter der Leitung und eben auch mit dem Professor Thomas Nagel von der TU Bergakademie Freiberg. Die haben ein tolles Open Source, also quelloffenes Programm über die letzten Jahre, Jahrzehnte schon fast entwickelt, das Open Geosys, haben das jetzt erweitert mit einem Open Workflow Konzept. Und das nutzen wir, daran beteiligen wir uns jetzt und wollen das im Begleiten zum Verfahren auch gemeinsam weiterentwickeln. Das ist also eine der zentralen Plattformen für unsere numerischen Modelle, die aber jetzt natürlich ganz am Anfang sind und sicherlich jetzt im ersten Schritt, also in dem Schritt 2 der Phase 1 bei den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, naturgemäß nicht solch eine Rolle spielen können, weil wir ja noch nicht richtig erkunden können, sondern nur die Daten verwenden können, die bereits vorliegen. Und das schränkt natürlich auch solche Modelle ein Stück weit ein. Nichtsdestotrotz erhoffen wir uns doch einen gewissen Mehrwert und Informationsgewinn, werden das aber natürlich auch dann sehr kritisch jeweils prüfen. Ein Themenfeld, was damit dazugehört, eben auch im Rahmen der entsprechenden Verordnung wird das ja auch vorgegeben, uns vorgegeben. Das ist das Themenfeld der Ungewissheit, der Robustheit
und natürlich dann mit dem Blick auf die Sicherheit eines Endlagers. Das ist einer dieser Forschungsaufrufe, den die Lisa Seidel erwähnt hatte. Da hatten wir jetzt eben den Aufruf gestartet, haben jetzt auch sehr spannende Skizzen eingereicht bekommen und hoffen, dass dieses Vorhaben Ende 2021 starten kann. Andere Themen, tauchte bereits auf, ist Behälterentwicklung. Das läuft auch. Gehen wir hier heute nicht weiter drauf ein. Grenztemperatur ist ein Thema. Jetzt sind ja noch die 100 Grad im Gesetz verankert, mit der Aufforderung an uns auch zu gucken, okay, sind auch höhere Temperaturen denkbar? Auch da sind wir dabei, eine entsprechende Forschung immer mehr auch auszubauen. Da gibt es natürlich auch andere Aktivitäten, auch von der Rechtsaufsicht, vom BASE. Ja, unter Tagelabor gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Das ist für uns alle ein total spannendes Thema. Monterie liegt ja in der Schweiz, Opalinuston, der ja auch in Deutschland so vorliegt. Aber für uns als Abteilung Sicherheitsuntersuchung sind dann gerade so die Nahfeldthemen natürlich auch ganz spannend. Also wirklich wie so ein, die Schweizer haben ja zum Beispiel ein Langzeitexperiment mit einem Behälter dort und schauen sich an, okay, wie wirkt sich der auf das Tongestein entsprechend aus. Das sind spannende Themen und damit gekoppelt dann auch noch vielleicht, dass wir uns auch an internationalen Benchmark-Initiativen beteiligen. Benchmark ist ein bisschen kurz gegriffen, es sind Experimente und numerische Modelle, die dann miteinander abgeglichen werden. Gibt es, glaube ich, seit 20 Jahren schon. Dort sind wir auch eingestiegen und beteiligen uns jetzt auch immer mehr, auch zusammen eben zum Beispiel mit der TU Bergakademie Freiberg. So viel von mir und damit würde ich dann übergeben an den Philipp Kreie. Ja, ich fahre fort. Das hier haben Sie schon gesehen. Nur nochmal als Erinnerung, unser Start jetzt sind die 90 Teilgebiete und in diesem Vortrag hier geht es hauptsächlich um die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Wie ist die Grundlage im Gesetz? Wir befinden uns in § 14, Ermittlung von Standortregionen für die übertägige Erkundung. Hier ist dann verlinkt auf die § 26 und 27, also die Sicherheitsanforderungen und vorläufige Sicherheitsuntersuchungen. Und hier wiederum ist auf eine Verordnung verlinkt für die also Sicherheitsanforderungen und für die Sicherheitsuntersuchungen, die dann sich in zwei Artikel aufteilt. Hier ist dann geregelt, entsprechend Artikel 1, wie die Anforderungen sind und Artikel 2 so ein bisschen so ein Vorgehen, so ein Kochrezept, okay, das und das und das müsst ihr alles machen und berücksichtigen. Da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Bildlich kann man sich den Paragraph 14 relativ vereinfacht so vorstellen, dass die Teilgebiete hier die Basis sind. Wir haben 90 Stück davon, 60 davon liegen in steil stehenden Seilstrukturen, sind alle relativ klein und 30 Gebiete sind deutlich größer. Die Werkzeuge, die uns jetzt zur Verfügung stehen, haben Sie eingangs gesehen. Das sind eben die RVSU, außerdem noch die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien und die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien nach Maßgabe. In der Reihenfolge ist es in etwa, wie wir uns jetzt das vorstellen, wie hier aufgemalt. Das heißt, die RVSU, die starten, hier werden umfangreiche Arbeiten angestellt und was hier resultieren kann, sind potenzielle Standortregionen, die dann aber noch weiter behandelt werden mit den weiteren Werkzeugen. Schlussendlich entsteht dann ein Vorschlag für Standortregionen mit dem entsprechenden Erkundungsprogramm. Wie kann man sich so eine RVSU vorstellen, bevor ich jetzt mit den Paragraphen um mich werfe? Ist das hier ein bisschen plakativer mal aufgemalt. Was wir machen ist, wir schauen uns für jedes Teilgebiet die geowissenschaftlichen Gegebenheiten an und folgern hier auch auf Parameter. Es werden hier auch nochmal weitere Abfragen an die zuständigen Landesbehörden gestellt. Es wird sich dann auch regional oder teilgebietspezifisch die Entwicklung des Endlagersystems angeguckt, entsprechend auch Entwicklung der geologischen Situation. Das kann aufgeteilt werden in eine zu erwartende Entwicklung, also das, was mit Sicherheit eintreten wird, und abweichende Entwicklungen, also Entwicklungen, die möglich sind, die sich vielleicht ein bisschen aus heutiger Sicht ein bisschen unwahrscheinlich anhören, aber die im Bereich des Möglichen drin sind. Schlussendlich gibt es noch das Sicherheitskonzept. Da gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und diese beiden Aspekte hier, also diese Entwicklungen, und das Konzept mit den Parametern gehen dann auch ein
in numerische Modelle. Und all das wird verwendet, um ein Teilgebiet, um einen Untersuchungsraum umfangreich zu bewerten. Und jetzt von der Rollenverteilung her ist es vielleicht in etwa so, dass sich für die RVSU der Bereich der Modellierung hier, also diese quantitativen Analysen, ein bisschen im Hintergrund treten im Vergleich zu der argumentativ-qualitativen Analyse hier. Und das kann sich natürlich im Laufe des Verfahrens auch mit zunehmendem Datengewinn und Informationsgewinn hier ein bisschen verändern. Was Sie jetzt hier sehen, ist im Prinzip ein Schema, was aus der Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung entstammt, auch immer mit den entsprechenden Paragraphen, die hier aufgeschrieben sind. Ich gehe da mal im Einzelnen etwas durch, ohne zu lange auf bestimmte Paragraphen herumzureiten. Ganz am Anfang steht die Ausweisung von Untersuchungsräumen. Und das sind eben die Bereiche, die für die Bewertung vorgesehen sind. Ganz wichtig ist hier, jedes Teilgebiet muss vollständig abgedeckt sein. Und es müssen im Prinzip alle Teilgebiete einzeln in Untersuchungsräume gegliedert werden. Und mindestens ein Untersuchungsraum pro Teilgebiet. Diese ganzen Anforderungen sind uns aufgeschrieben. Und für jeden Untersuchungsraum wird dann eine vollständige repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchung durchgeführt mit den Sachen, die hier aufgeschrieben sind. Das bedeutet, für jeden Untersuchungsraum wird eine Geosynthese entstellt. Und das Ziel hier ist, die für die Sicherheit des Endlagers relevanten Gegebenheiten zu ermitteln und auch hier schon zu Bewertungen vorzunehmen. Es gibt noch einen Anschlussvortrag von dem Herrn Sönke Reiche, der wird in Speziellen auf die Geosynthese ein bisschen näher eingehen. Dann gibt es weitere Grundlagen, weil all diese Arbeiten, die Sie hier oben sehen, sind sehr wichtig, bevor man mit der Analyse des Endlagersystems, was jetzt hier unten aufgeschrieben ist, in Paragraph 7 starten kann. Das Sicherheitskonzept vorläufig mit erarbeitet und im Prinzip ist es eine Beschreibung. Wie soll der Einschluss gewährleistet werden? Und dann spielt hier auch die vorläufige Auslegung des Endlagers eine Rolle. Und diese beiden Aspekte benötigt man eben genauso wie die Geosynthese für die Bearbeitung von Paragraph 7. Was man auch benötigt, ist die Abfallspezifikation. Die ist jedoch für jeden Untersuchungsraum identisch, weil das ist die Anfangsbedingung. Das sind unsere Brennelemente und die sind ja immer die gleichen. Ein bisschen der Kern der Untersuchung bildet die Analyse des Endlagersystems. Hier ist es wichtig, dass im Gegensatz zu der weiterentwickelten und zu der umfassenden Sicherheitsuntersuchung hier die folgenden Aspekte hauptsächlich behandelt werden müssen. Das heißt, es werden bestimmte Bewertungen hinsichtlich der räumlichen Charakterisierbarkeit, der langfristigen Stabilität und so weiter vorgenommen. Und bei der weiterentwickelten und auch bei der umfassenden vorläufigen Sicherheitsuntersuchung wird dieses hier ausgetauscht mit dem Paragraph 8 der betrieblichen Sicherheitsanalyse und Paragraph 9 der Langzeitsicherheitsanalyse. Wie Sie sehen, fehlt das nämlich in diesem Schaubild, weil dieses Schaubild hier für die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen gilt. Das wird weiterhin gemacht, wenn die Arbeiten hier, wie gesagt, für jeden Untersuchungsraum soweit erledigt sind, wird eine umfassende Bewertung des Endlagersystems im jeweiligen Untersuchungsraum vorgenommen. Für die Gebiete, die dann hier sehr interessant erscheinen, werden die Ungewissheiten bewertet und es wird der Erkundungs-, Entwicklungs- und Forschungsbedarf niedergeschrieben. Jetzt sage ich ein paar Worte zu unseren aktuellen Arbeiten, also im Prinzip zu den Überlegungen, die wir uns angestellt haben, entsprechend den Paragraphen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Bei der Grundlagenentwicklung ist es so, dass es natürlich jetzt im aktuellen Schritt auch weitere Identifikationen von Datenbedarf gibt und weitere Datenabfragen gestartet wurden und auch noch werden. Das Thema der Abfallspezifikation rückt jetzt deutlich näher. Das gilt zum Beispiel auch für die von Herrn Rüyak vorgestellte Behälterentwicklung.
Wir machen uns jetzt auch schon Gedanken, wie wir das Ganze am Ende strukturieren wollen, in Form von Berichten, dass das Ganze auch möglichst lesbar ist, nachvollziehbar ist und entsprechend dokumentiert wird. Wir sind dabei, die vorläufigen Sicherheits- und Endlagerkonzepte zu entwickeln und im Prinzip für die gerade vorgestellten Paragraphen Pilotanwendungen durchzuführen. In jedem Wirtsgestein wird es vollständige Anwendungen geben, sodass wir im Jahre 2021 eben daraus unsere Methodik weiterentwickeln und dann auch schlussendlich konsultieren können. Aktuelle Überlegungen, es wurde ja von Frau Seidel schon gesagt, das sind jetzt so aus unserem Werkzeugkasten sehr, sehr frisch. Aktuelle Überlegungen sind so, dass wir für die großflächigen Gebiete, also entsprich den Wilzgestein, Tongestein, Kristallin und Stratiformen Salz, dass wir dafür jedes Teilgebiet einen Untersuchungsraum ausweisen. Klar, wenn mehrere Sicherheitskonzepte denkbar sind, dann sind es eben mehrere Untersuchungsräume, die sich dann überlagern. Für das Wilzgestein Steinsalz Steilerlagerung, da sind ja die Teilgebiete schon sehr, sehr klein. Und hier wird es wahrscheinlich so sein, dass die Untersuchungsräume, also der Bereich, den wir für die Bewertung benutzen müssen, dass der größer ist als ein Teilgebiet. Wenn jetzt aber so ein Untersuchungsraum am Ende tatsächlich eine Standortregion werden sollte, dann ist die Grenzziehung wieder entsprechend der aktuellen Grenze des Teilgebietes. Wie kann man sich ein Sicherheitskonzept vorstellen? Es ist eine Beschreibung der Barrieren immer im jeweiligen Untersuchungsraum, die im Wesentlichen dazu beitragen, dass die Radionuklide an Ort und Stelle verbleiben. So kann man das abkürzen, hier auf der rechten Seite, sehr schematisch, mal eine kleine Abbildung. Es gibt mehrere Barrieren, zunächst der Behälter, dann gewisse Materialien um den Behälter drumherum, womit dann das Ganze verfüllt, was als Hohlraum aufgefahren wurde, entsprechende Verschlüsse und ganz wichtig, das Wilzgestein. Also das ist relativ schematisch, aber im Prinzip ist das hier eine Abbildung des Sicherheitskonzepts, dann entsprechend noch mit der Beschreibung drumherum. Was haben wir uns für die Analyse des Endlagersystems überlegt? Das hier hatten Sie schon gesehen. Die Punkte hier links, die gehen in eine Bewertung ein. Weiterhin ist es grundsätzlich darzustellen, dass ein sicherer Betrieb möglich ist. Die Relevanz der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien müssen dargelegt werden. Und das ist jetzt hier auch ein ganz wichtiger Punkt. Eingangs hatte ich eine Grafik gezeigt, dass wir uns im Moment vorstellen, dass die RVSU quasi starten mit den Teilgebieten und ein Ergebnis dann mit den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien behandelt wird. Ganz wesentlich ist hierbei nämlich dieser Punkt, dass diese Relevanz hier dann auch in die Anwendung der GOWK mit eingehen soll. Es wird beurteilt anhand vom Volumen, ob eine mittel- und schwach radioaktive Lagerung möglich ist, hat aber keinen Einfluss auf eine Bewertung der Sicherheit des Untersuchungsraums. Was wir aktuell machen, wir entwickeln eine Datenbank für die Beschreibung des Endlagersystems und für Parameter. Und eben damit werden auch Rechenfelder abgeleitet. Ich habe da gleich noch zwei Folien zu, die das ein bisschen näher beleuchten. Und wir sind auch gerade dabei, für die jeweiligen Wilzgesteine und Pilotanwendungen numerische Modelle zu erstellen und einfach nachzuschauen, okay, wie weit können wir mit den Parametern hier kommen, in welcher Dimension müssen wir arbeiten, wie ist die Komplexität und so weiter. Das hatte ich eben gesagt, bezüglich der Datenbank. Und zwar werden sogenannte Features, Events und Processes betrachtet. Auf Deutsch heißt das im Prinzip Komponenten, Ereignisse und Prozesse. Das kommt, glaube ich, aus dem politischen Raum, hat die Endlagerwelt vor vielen Jahren für sich entdeckt. Was heißt das? Also ich beschreibe im Prinzip alle Komponenten, die ich in meinem Endlagersystem habe, mit deren Eigenschaften. Und ich überlege mir Ereignisse und Prozesse, die wirken könnten. Und daraus werden dann auch entsprechend Entwicklungen abgeleitet. Also was könnte in Zukunft passieren? Die ganzen Sachen werden in einer Datenbank implementiert
und entsprechend dann auch mit der Parametrisierung, die die Modelle benötigen, vorgehalten. Als Beispiel kann man sich das so vorstellen, eine Komponente könnte eben das Würzgestein sein. Dieses Würzgestein hat dann verschiedene Eigenschaften, wie beispielsweise Wärmeleitfähigkeit oder eben, was auch vorhin schon im Vortrag von Herrn Vitor kam, die Permeabilität. All das sind Eigenschaften, die das Würzgestein mit sich trägt. Dann gibt es Möglichkeit für einen Prozess. Hier als Beispiel eine glaziale Rinnenbildung. Das ist ein Prozess, der zu erwarten ist. Innerhalb von 1 Million Jahre ist zu erwarten, dass wir eine Vereisung haben. Und eben dieser Prozess hat dann Auswirkungen auf Eigenschaften von bestimmten Komponenten. Und das ist damit gemeint. Mit dieser Herangehensweise können dann Rechenfälle abgeleitet werden, die ich dann eben in einer numerischen Modellierung berücksichtige. Und damit versuchen wir dann zu zeigen oder eben nicht zu zeigen, weil das Ziel ist ja eine Bewertung, die differenziert ausfällt, also welcher Untersuchungsraum ist geeigneter als die anderen. Es werden Massen- und Stoffmengenausträge betrachtet und diese Parameter, die hier folgen, die werden dann im Modell hinterlegt. Die Geometrie kann sich ändern, Parameter selber, Randbedingungen. Was ist eigentlich Massen- und Stoffmengenaustrag? Hier ist noch eine Verlinkung hinter § 4 der Endlagersicherheitsanforderungsverordnung. Da ist es geregelt. Und zwar bedeutet das, dass insgesamt 10 hoch minus 4 oder jährlich höchstens 10 hoch minus 9 der Masse als auch der Anzahl, also der Stoffmenge aller Atome der ursprünglich eingelagerten Radionuklide aus dem Bereich der wesentlichen Barrieren ausgetragen werden dürfen. Warum diese beiden Zahlen? Klar, es kann ja mal ein jährlicher Maxwert geben, kann es mal geben. Wenn man den jetzt mit 10 hoch 6 multiplizieren würde, das ist der Betrachtungszeitraum, würde man auch 10 hoch minus 3 kommen. Dementsprechend darf nicht jedes Jahr dieser Wert hier folgen, weil insgesamt nur 10 hoch minus 4 eben entweichen darf. Wichtig ist Masse und Stoffmenge. Das liegt daran, dass es im Prinzip auch Radionuklide gibt, die deutlich leichter sind als andere und dementsprechend muss auch die Stoffmenge betrachtet werden. Wie kann sowas aussehen? Hier ganz schematisch Würzgestein, Deckgebirge und Endlager hier unten. Die Kreise bedeuten im Prinzip die umhüllende einer Ausbreitungsfront für eine zu erwartende Entwicklung, also für verschiedene Szenarien. Und in dem Fall hier verbleibt das alles im Würzgestein. Damit ist der Massenstoffmengenaustrag eingehalten. Der andere Fall, es verbleibt nicht im Würzgestein. Es wird nicht erfüllt und damit wäre der Untersuchungsraum dann quasi aus dem Rennen. Meine letzte Folie als Hinweis für den nachfolgenden Redner. Ich hatte schon die Pilotanwendungen erwähnt. Zurzeit haben wir aus den 90 Teilgebieten entsprechend Pilotanwendungen ausgewählt, sodass auch alle Würzgesteine vertreten sind. Beim Tongestein sowohl der tertiäre als auch der prätertiäre Ton. Wir gehen dann im Prinzip alle eben vorgestellten Paragraphen durch, also eine vollumfängliche Anwendung der Geosynthese bis hin zur Systemanalyse und haben dann am Ende auch ein vollständiges Ergebnis. Und das ist ganz wichtig, weil wir aus diesem Ergebnis möglicherweise auch noch Verbesserungen und Anpassungen an der Methodik vornehmen. Und was hier dann auch resultiert, wird dann auch zeitnah mit der Öffentlichkeit geteilt, sodass wir dann im Prinzip diese Methodik hier dann festlegen und dann alle 90 Gebiete behandeln. Das ist die Vorgehensweise für das Jahr 2021. Dann bin ich mit meinen Folien durch. Ich stoppe mal meine Übertragung. Und in der Zeit kann ich schon mal sagen, dass der Nächste, der was zu sagen hat, der Sönke Reiche ist, der was zur Geosynthese sagen wird. Eine Arbeit, die jetzt die am Anfang des Vortrags von Philipp Kreie stand. Jetzt ist auch das richtige Fenster gefunden. Super. Hört man mich auch? Sehr schön. Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das war jetzt schon eine ganze Menge Stoff und ich hoffe, dass ich
Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht ja auch Begeisterung für den nächsten Teil noch für eine Viertelstunde, 20 Minuten beginnen kann. Ja, mein Name ist Sönke Reiche, ich bin Geowissenschaftler, leite die Abteilung Standortsuche und ich möchte Sie einladen, mit mir gemeinsam ein bisschen tiefer einzusteigen in ein Thema der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung, nämlich in die Geosynthese. Und was ich Ihnen hier zeige, sind wirklich unsere allerersten Überlegungen dazu. Wir haben uns in den letzten Wochen, natürlich auch schon die Monate davor, aber vieles ist wirklich vor kurzer Zeit hier entstanden. Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht und das, was dabei rausgekommen ist, das zeige ich Ihnen jetzt, das testen wir in den nächsten Wochen und Monaten anhand von Pilotregionen und gucken, ob das funktioniert, was wir uns hier überlegt haben. Aber nichtsdestotrotz möchte ich Sie mitnehmen, hier gemeinsam einmal mit mir auf diese ersten Überlegungen auch zu gucken. Ich denke, dass es sinnvoll ist, dass wir uns ein paar wenige Minuten Zeit nehmen, bevor wir über die Geosynthese sprechen und wie wir damit eigentlich umgehen wollen, noch einmal den Blick zurückzuwerfen auf den Schritt 1 der Phase 1, nämlich auf die Ermittlung von Teilgebieten, um dann vielleicht auch mit diesem Hintergrund nochmal ein kleines bisschen besser den Ansatz, den wir im Rahmen der Arbeiten der Geosynthese verfolgen, zu verstehen. Sönke, ja? Du hast die falsche Sicht. Das ist hier die Referentensicht. Okay, dann versuche ich einmal ganz kurz das zu ändern. Das ist ja komisch. Danke für den Hinweis, Wolfram. Sönke, darf ich fragen, ob du den Bildschirm oder das Programm geteilt hast? Bei mir passiert das nämlich immer, wenn ich das Programm teile. Okay, ich versuche nochmal. Hat sich was geändert? Sieht gut aus. Gut. Dankeschön. Genau, wir werfen den Blick zurück auf die Arbeiten im Rahmen von Schritt 1, Phase 1 des Standortauswahlverfahrens. Und viele von Ihnen kennen diese Folie und viele von Ihnen wissen, dass wir 2017 gestartet sind mit der weißen Landkarte, dass wir, so steht es in Paragraph 13 vom Standortauswahlgesetz, angefangen haben, die Ausschlusskriterien anzuwenden. Dann haben wir damit ausgeschlossene Gebiete ermittelt. Das ist hier die zweite Karte auf dieser Folie. Und auf die verbleibenden Flächen haben wir die Mindestanforderungen angewendet und dort, wo diese allesamt erfüllt waren, sogenannte identifizierte Gebiete ermittelt, hier auf der dritten Karte in Blau dargestellt. Die identifizierten Gebiete waren im Anschluss Gegenstand der geowissenschaftlichen Abwägung. Und wenn das verbal argumentativ hergeleitete Gesamtergebnis der geowissenschaftlichen Abwägung günstige geologische Gesamtsituationen attestiert hat, dann wurden daraus aus den identifizierten Gebieten Teilgebiete ermittelt. Hier auf der letzten Karte würzgesteinspezifisch eingefärbt. Sie sehen und wissen, die Teilgebiete sind relativ groß. Sie bedecken 54% der Fläche Deutschlands. Und ich möchte jetzt mit den nächsten zwei, drei Folien weniger auf die Kriterien an sich und wie wir diese angewandt haben eingehen. Das haben wir vielen von Ihnen schon in ganz verschiedenen Veranstaltungen erzählt und einigen mag das auch aus dem Zwischenbericht Teilgebiete bekannt sein, sondern mir geht es eher darum, einmal einen Blick auf die Anwendungsprinzipien der einzelnen Kriterien und Anforderungsgruppen zu werfen. Bei den Ausschlusskriterien haben wir, das ist hier der dritte Bullet Point auf der Folie, das Anwendungsprinzip verfolgt, dass wir eine Überschätzung ausgeschlossener Gebiete vermeiden wollten. Das macht Sinn, denn die Ausschlusskriterien werden in jeder Phase des Standortauswahlverfahrens wieder angewendet. Das heißt, ausgeschlossene Gebiete können sich im Laufe des Standortauswahlverfahrens vergrößern. Ausgeschlossene Gebiete wurden auf Basis ortsspezifischer Daten, die uns von den staatlichen geologischen Diensten in erster Linie zur Verfügung gestellt wurden, ermittelt. Aber eben in der Fläche, in der flächenhaften Ausdehnung vorsichtig ermittelt. Bei den Mindestanforderungen sind mir hier bei den Anwendungsprinzipien die letzten beiden Bullet Points wichtig einmal zu erwähnen. Bei der Anwendung der Mindestanforderung war es so, dass wenn die Datenlage insgesamt eine Erfüllung der Mindestanforderungen erwarten ließ, dann galten diese auch als erfüllt. Und der letzte Punkt, der beschreibt, dass wir die Mindestanforderungen auf Basis stratigraphischer Einheiten und nicht auf Basis lithologischer Einheiten angewandt haben. Was heißt das? Die stratigraphischen Einheiten beschreiben letztendlich die Verbreitung von Schichten auf Basis ihrer erdgeschichtlichen Entstehung und nicht die Verbreitung von einem ganz spezifischen Gesteinstyp. Das hatte damit zu tun, dass wir hier
letztendlich mit einer Datengrundlage erstmal gearbeitet haben und auch arbeiten wollten, die eben diese Abprüfung der Mindestanforderungen unmittelbar zulässt. Das waren in erster Linie die Modelle der staatlichen geologischen Dienste, die eben vielfach stratigraphische Modellflächen beinhalten. Und das war hier Grundlage für uns, um die Mindestanforderung abzuprüfen. Natürlich beinhalten diese stratigraphischen Schichten, die wir hier zur Abprüfung der Mindestanforderungen verwendet haben, Wirtsgesteine, die wir auf Basis von einer bundesweiten Inventarisierung letztendlich ermittelt haben. Aber durch das Verwenden von stratigraphischen Einheiten kommt man eben zu einer relativ flächengroßen Verbreitung von identifizierten Gebieten, die dann Gegenstand der geowissenschaftlichen Abwägung waren. Genau, zum Schluss kamen die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Sie sehen hier für alle 11 Kriterien, die ja Anlagen im Standortauswahlgesetz sind, die verschiedenen Icons. Anders als die Ausschlusskriterien und die Mindestanforderungen lagen hier nicht nur ortsspezifische Daten vor, sondern ein großer Teil dieser Kriterien wurde auch auf Basis von Referenzdatensätzen bewertet. Und das so, dass wir dort, wo wir Referenzdatensätze benutzt haben, immer von dem sozusagen physikalisch möglich maximal günstig Fall ausgegangen sind. Eine ähnliche Formulierung haben Sie vorhin zum Beispiel auch in dem Vortrag von Herrn Fitor gehört. Die Anwendung der Abwägungskriterien führte nicht zu einer Verkleinerung der identifizierten Gebiete, sondern zu einer Bewertung. Und wenn die in der Gesamtschau verbal argumentativ hergeleitet eine günstige geologische Gesamtsituation attestiert hat, dann wurden daraus eben Teilgebiete ermittelt. Ja, das Ergebnis kennen Sie, das sehen Sie hier nochmal statistisch nach Fläche und Anzahl für verschiedene Wirtsgesteine aufbereitet. Das sind 54% der Fläche Deutschlands und jetzt könnte man sagen, naja, da ist ja noch mehr als die Hälfte drin. Ganz so ist es nicht, denn unser Suchraum ist ja dreidimensional. Also das heißt, wir sehen hier das Ergebnis an die Oberfläche oder auf die Deutschlandkarte projiziert. Aber tatsächlich haben wir hier auch einen Suchraum, der sich noch in die Tiefe erstreckt, und zwar zwischen 300 und 1500 Meter. 1500 war die Festlegung der BGE, um das verfahrenstechnisch realisieren zu können, den ersten Schritt der Phase 1. Und wenn man sich jetzt dieses Volumen anguckt, also diesen dreidimensionalen Suchraum, dann ist es nicht so, dass über die Hälfte des Gesamtvolumens im Verfahren geblieben ist. Das ist deutlich weniger. Das ist sicherlich an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen. Wir haben das nie präzise ermittelt, wie viel es tatsächlich ist. Aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, dass wir hier im niedrigen, zweistelligen, vielleicht sogar im einstelligen Prozentsatz sind, was den gesamten Suchraum betrifft. Nichtsdestotrotz, das ist eine Menge Volumen, die wir jetzt als Gegenstand für die Arbeiten in Schritt 2 der Phase 1 haben. Und jetzt möchte ich den Blick nach vorne werfen. Diese Folie kennen Sie inzwischen mehrfach. Wir sind jetzt bei den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Und für diese, hier sehen Sie nochmal die Gesamtschau, die Sie auch schon in dem Vortrag von Herrn Kreie gesehen haben, für diese sind natürlich diese großen Teilgebiete eine Herausforderung. Das hat auch damit zu tun, dass innerhalb insbesondere der großflächigen Teilgebiete die Gesteinsvariationen mitunter stark variieren können. Und der Lösungsansatz, den wir hier verfolgen, und das zeigt letztendlich auch diese Konzeptabbildung hier, ist, dass eine Eingrenzung bereits im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung stattfindet. Und zwar in dem ersten Schritt bereits in der Geosynthese. Sie haben ja gesehen, wie so eine repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchung aufgebaut ist. Die Geosynthese ist hier ein Baustein, in dem letztendlich grundlegende geowissenschaftliche Arbeiten, eine Charakterisierung erfolgt, gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und im Rahmen dieser Geosynthese, so die Idee von uns, kann bereits eine erste Eingrenzung erfolgen. Genau, was ist die Geosynthese? Wenn man den Begriff so hört, dann kann man sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen. Tatsächlich ist es sinnvoll, hier einmal sich die Definition im Paragraph 5 der Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung anzuschauen. Und demnach enthält die Geosynthese die Dokumentation und Interpretation aller geowissenschaftlichen Informationen zu einem Untersuchungsraum. Und das Ziel der Geosynthese ist eine konsistente Darstellung der für die Sicherheit des Endlagers relevanten geowissenschaftlichen Gegebenheiten.
Also die Geosynthese gehört zur RVSU. Dort findet letztendlich die Grundlage dann für die Bewertung der Sicherheit statt. Ich habe das versucht, hier noch einmal zu visualisieren. Also Sie sehen, was ist das? Das ist, vielleicht könnte man sagen, so eine Art geowissenschaftliche Materialsammlung, aber nicht willkürlich, sondern ganz klar mit einem Blick auf die für die Sicherheit des Endlagers relevanten geowissenschaftlichen Gegebenheiten. Das sind Gesteinsparameter beispielsweise, mithilfe derer man geologische Modelle dahingehend parametrisieren kann, Gebirgsdurchlässigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Porosität, dass man denn tatsächlich auch Strömungs- und Transportsimulationen oder Ausbreitungsrechnungen durchführen kann. Also da stecken geologische Modelle drin für die Ausbreitung und Mächtigkeit von Wirtsgesteinsformationen, Bohrinformationen, wie zum Beispiel geophysikalische Logs und weitere geowissenschaftliche Daten, die nicht nur zu einem ersten Eingrenzungsschritt verwendet werden, sondern eben dann auch Grundlage sind für die anschließenden Arbeiten im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung. Welches Ziel verfolgen wir mit der Geosynthese? Das erste Ziel ist klar, das geht letztendlich aus der Definition der Geosynthese hervor, die Dokumentation und Interpretation der sicherheitsrelevanten geowissenschaftlichen Daten für jeden Untersuchungsraum. Solche Daten haben wir vielfach schon vorliegen. Sie wurden uns im Rahmen der Arbeiten von Schritt 1, Phase 1 von den staatlichen geologischen Diensten und auch Bergämtern übermittelt. Die werten wir jetzt selbstverständlich detailliert für jeden Untersuchungsraum aus. Gleichzeitig denken wir, dass im Rahmen der Geosynthese auch eine Identifikation von besonders günstigen Gebieten innerhalb der Untersuchungsräume bzw. Teilgebiete stattfinden kann. Und wie man das macht, das müssen wir uns natürlich methodisch überlegen. Und dazu möchte ich Ihnen gleich ein paar erste Ideen zeigen. Das heißt, hier findet im Prinzip eine erste räumliche Einengung im Rahmen der Arbeiten von Schritt 2, Phase 1 statt. Diese günstigen Regionen, wie ich sie hier in Bullet Point 2 genannt habe, die bezeichnen wir in den weiteren Folien als sogenannte Sub-Untersuchungsräume. Und wenn wir die ermittelt haben, dann wollen wir uns die im Rahmen der Geosynthese im Detail angucken. Das heißt hier Detailcharakterisierung. Wir denken, dass dafür sicherlich weitere Daten notwendig sind, die wir dann bei den staatlichen geologischen Diensten abfragen werden, im Rahmen von Digitalisierungskampagnen gewinnen wollen. Ich möchte mit den nächsten Folien einmal gemeinsam auf eine mögliche Vorgehensweise für so einen Eingrenzungsschritt im Rahmen der Geosynthese mit Ihnen schauen. Und ich habe das Ganze einmal sowohl konzeptuell dargestellt und dann aber auch nochmal ein konkretes Beispiel, was ich hier als Arbeitsstand präsentiere, mitgebracht. Sie sehen jetzt hier auf der linken Seite der Folie so eine Fläche, die ist gestrichelt in der Abgrenzung. Sie können sich das vorstellen als eins von den großen Teilgebieten. Und das ist dann eben jetzt hier unser Untersuchungsraum, der identisch groß ist wie das Teilgebiet. Wir stellen uns in so einer ersten Etappe im Rahmen der Geosynthese oder der Arbeiten der Geosynthese vor, dass wir eine unmittelbare Eingrenzung anhand von einer methodischen Weiterentwicklung durchführen können. Dafür bedarf es einem bestimmten geowissenschaftlichen Modulkatalog, den wir hier verwenden können und der dann diesen Untersuchungsraum unterteilt in Gebiete, hier in Weiß, die wir uns näher angucken wollen und in Gebiete, die wir uns im Rahmen der Geosynthese nicht weiter im Detail angucken wollen. Was können das jetzt für Charakteristika oder Merkmale sein, die wir uns hier angucken? Das kann zum Beispiel, können das die Mindestanforderungen sein, die wir uns mit einem anderen methodischen Ansatz angucken, nämlich nicht mehr stratigraphisch, sondern lithologisch, wo wir genau gucken, haben wir denn hier eine Wirtsgesteinsmächtigkeit von 100 Meter? Haben wir hier überhaupt ein Wirtsgestein vorliegen? Hier würden wir jetzt einen sehr viel detaillierteren methodischen Ansatz wählen. Das können letztendlich auch die Ausschlusskriterien sein oder weitere geowissenschaftliche Merkmale, wie zum Beispiel die Tatsache oder die Beschreibung, dass ein Gebiet sehr, sehr stark tektonisch überprägt ist, dass es viele Störungszonen gibt und deshalb die Aussage zulässig ist, dass es hier dass so ein Gebiet als Endlagerstandort eben nicht geeignet ist. Das wäre so ein erster Eingrenzungsschritt. Wie kann man sich das an einem konkreten Beispiel vorstellen? Ich springe jetzt mit Ihnen auf einen Arbeitsstand. Wir sehen hier Sachsen und das Teilgebiet 09, das ist das Saxo-Thuringicum. Sie sehen dieses Teilgebiet auch nicht komplett, sondern in Fragmenten, die hier unterschiedlich eingefärbt sind. Und ich möchte, Sie sehen es später nochmal, mit dieser Folie einmal den Blick werfen mit Ihnen auf das Görlitzer Schiefergebirge, was hier oben in Rot schraffiert dargestellt ist.
Wir haben uns dieses Gebiet detailliert angeguckt auf Basis von Bohrungsinformationen. Wir haben uns die Stellungnahme des Staatlichen Geologischen Dienstes von Sachsen, wo eben das Görlitzer Schiefergebirge auch diskutiert wird, angesehen. Und wir sind Stand jetzt der Auffassung, dass es hier keine Wirtsgesteinsverbreitung gibt, weswegen hier nach dem Konzept oder diesen ersten Überlegungen, die ich Ihnen hier gerade vorläufig vorstelle, eben keine weitere Charakterisierung stattfinden würde. Was machen wir jetzt, wenn wir diesen Schritt abgearbeitet haben? Wir würden dann bei den verbleibenden Gebieten ins Detail gehen. Und jetzt sehen Sie hier so ganz verschieden eingefärbte Polygone, die ich hier einfach mal als Vergleichsräume bezeichnen möchte. Also man könnte sich jetzt vorstellen, dass die verbleibenden Gebiete in sogenannte Vergleichsräume eingeteilt werden. Wie würde man jetzt so einen Vergleichsraum abgrenzen? Das könnten zum Beispiel, man könnte das auf Basis der Gesteinscharakteristika machen. Man könnte sagen, wir haben hier unterschiedliche Entstehungsalter, wir haben hier unterschiedliche tektonische Settings. Das wären Möglichkeiten, um eben bei großen Untersuchungsräumen solche Vergleichsräume zu definieren. Und dann wiederum einen weiteren geowissenschaftlichen Modulkatalog zu verwenden, der eine transparente, vergleichende Bewertung dieser einzelnen Vergleichsräume erlaubt, um dann im Ergebnis eben zu zeigen, wir haben hier bestimmte Vergleichsräume, die sich verglichen mit den anderen als besonders günstig erweisen. Ich springe wieder zu unserem Beispiel und Sie sehen das jetzt in ähnlicher Form wieder. Was könnten jetzt am Beispiel des Saxothurinicums solche Vergleichsräume sein? Wir könnten das hier zum Beispiel uns vorstellen, zu unterteilen in den Meißner Pluton. Das sind Intrusivgesteine, darunter auch Granite mit einem Alter von gut 300 Millionen Jahren. Und dann haben wir daneben in dunkelblau eingefärbt den Lausitzer Granodiorit. Das ist deutlich älter. Und so könnte man eben hinkommen zu verschiedenen Vergleichsräumen und die dann auf Basis gewisser geowissenschaftlicher Merkmale zu beschreiben, zu charakterisieren. Ein so ein Merkmal könnte eben sein, das Vorhandensein von Störungszonen. Das habe ich hier mal in dieser Karte eingeblendet. Das sind die schwarzen Linien, teilweise gestrichelt, um hier letztendlich die tektonische Überprägung vergleichend zu ermitteln. Im Ergebnis dieses Vergleichs stünde dann theoretisch, jetzt bin ich wieder bei der Konzeptüberlegung, die Identifizierung besonders günstiger Vergleichsräume, die hier als Subuntersuchungsräume dargestellt sind und die man dann zuführt einer detaillierteren geowissenschaftlichen Beschreibung. Und das ist jetzt die letzte Etappe, die ich Ihnen vorstellen möchte im Rahmen der Geosynthese. Das heißt, wir gucken uns jetzt diese Subuntersuchungsräume wirklich im Detail an. Wir ermitteln dort geowissenschaftliche Grundlagen für die weiteren Arbeiten im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Das können zum Beispiel detaillierte geologische Modelle sein. Das können auch Kataloge von Gesteinseigenschaften sein, die dann dazu dienen, die geologischen Modelle zu parametrisieren, also das heißt mit Werten zu belegen, die dann tatsächlich auch eine numerische Simulation auf Basis der geologischen Modelle erlauben. Und das Ganze passiert dann innerhalb der weiteren Schritte in den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Die letzte Folie, die ich Ihnen mitgebracht habe, springt nochmal zurück auf das Thema Forschung. Sie haben das ja bei Herrn Rühack und auch bei Frau Seidel schon gesehen. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Deswegen glaube ich, darf man das auch dreimal sagen. Ich habe mich jetzt hier auf die Forschungsthemen beschränkt, die einen sehr, sehr geowissenschaftlichen Fokus haben, wo wir unser Prozessverständnis vertiefen sollen. Wir brauchen die Klärung solcher offenen Fragestellungen nicht nur für die Arbeiten an den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, sondern auch für die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Die ersten beiden Pilotprojekte, die wir über dieses Verfahren, was Frau Seidel Ihnen vorgestellt hat, jetzt gerade dabei sind zu vergeben, sind hier mit diesen ersten beiden Spiegelstrichen dargestellt. Wir wollen in dem ersten Vorhaben letztendlich günstige Tiefenbereiche besser bestimmen, insbesondere mit Fokus auf glaziale Erosionsprozesse. Auch das haben Sie in dem Vortrag von Herrn Fitor gesehen. Hier geht es um Schmelzwasserrinnen, die im Zuge von Vergletscherungen entstehen. Hier wollen wir angucken, wie tief sind die, wie tief können die werden? Was hat das für Implikationen für einen günstigen Tiefenbereich? Auch der zweite Aufruf hier, das ist dieser Spiegelstrich, hat mit Vergletscherungen zu tun. Sie wissen, dass wir das erdgeschichtlich immer wieder auch mit Vergletscherungen zu tun haben, zuletzt vor
Vor etwa 20.000 Jahren war Norddeutschland vergletschert. Das Ganze passierte etwa alle 100.000 Jahre und wird sicherlich auch in der geologischen Zukunft, also innerhalb des Nachweiszeitraums von 1 Million Jahren, wieder passieren. Und was macht so eine Vergletscherung eigentlich mit zum Beispiel einem potenziellen Endlager in einem Salzstock, der auf diese Eislast gegebenenfalls plastisch reagiert, gegebenenfalls durch die Bewegung Störungszonen im Deckgebirge reaktiviert? Das wollen wir besser verstehen lernen. Das sind zwei Themen, die ich jetzt hier einmal so gehighlightet habe von mehreren. Wir forschen mit universitären Partnern zum Thema von Vulkanismus, Wirtsgesteinseigenschaften. Wir haben Projekte gerade in der Ausarbeitung zu Erosion und Hebung, in der Vergabe zum Thema Neotektonik und aktive Störungszonen. Das ist eine breite Palette, die wir hier entweder schon vergeben haben oder zeitnah auch auf den Weg bringen werden. Damit ist der dritte und letzte Vortragsteil zu Ende und ich möchte gerne für die Zusammenfassung an Frau Seidel übergeben. Genau, danke. Ja, wir haben einmal noch mal eine zusammenfassende Folie gemacht, die alles eigentlich so ein bisschen rundum noch mal abrunden soll. Also was ist eigentlich die Ausgangslage für den Schritt 2 der Phase 1 oder für die Arbeiten jetzt auch für uns in dem Paragraph 14? Das sind die 90 ermittelten Teilgebiete, die wir im Ergebnis von Schritt 1 der Phase 1 ausgewiesen haben. Was ist das Ziel der Arbeiten von Paragraph 14? Ist die Ermittlung von Standortregion für die Überteeerkundung, welchem Ergebnis? Ein hohes Potenzial haben, jener Standort mit der bestmöglichen Sicherheit zu werden. Das ist unser primäres Ziel für unsere Arbeiten in Paragraph 14. Dabei liegt uns besonders am Herzen, die Ergebnisse der Fachkonferenz Teilgebiete entsprechend zu berücksichtigen und natürlich stetig und kontinuierlich auch weiterzuentwickeln oder auch unsere Arbeiten stetig zu optimieren. Das hat ja so ein bisschen der Kreislauf gezeigt, den ich Ihnen da auf der einen Folie gezeigt habe. Was passiert im Rahmen der Arbeiten von Paragraph 14? Eine detailliertere Auswertung der bereits vorliegenden Daten, Prüfung der Hinweise und Anmerkungen der staatlich-geologischen Dienste und gegebenenfalls Hinzuziehung weiterer Daten im Rahmen der Geosynthese. Das hat der Herr Reiche Ihnen ja auch entsprechend ausgeführt. Was passiert weiterhin noch? Wir haben die Arbeiten im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung. Das sind zum Beispiel, ich will es Ihnen jetzt nicht im Detail vorlesen, aber das sind ja die Sachen, die der Philipp Kreie Ihnen vorgestellt hat. Dazu gehört die vorläufige Auslegung des Endlagers, die Analyse des Endlagersystems, die umfassende Bewertung des Endlagersystems und so weiter. Also es ist eine Menge Arbeit zu tun, was alleine nur die wesentlichen Arbeiten im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung abdeckt. Die erneute Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien und auch der planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien sind hier jetzt noch gar nicht mit im Detail erfasst. So weit sind wir einfach noch nicht. Wir haben Ihnen heute hier einen Stand unserer Arbeiten gezeigt, wie weit wir sind, gerade mit den methodischen Überlegungen für die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen und auch erste Ideen, die wir dazu haben. Wir würden diese öffentlichen Vorstellungen und Diskussionen von Arbeitsständen gerne fortführen. Methodiken der RVSU ist ja das Ziel, dass wir das zum Ende März 2022 entsprechend in validierter Form vorliegen haben. Aber uns ist es trotzdem wichtig, dass wir Sie auch auf diesen Schritten dorthin mal regelmäßig mitnehmen und auch informieren, wie weit wir sind. Und wir sind natürlich auch über jegliche Hinweise, Anregungen oder auch Anmerkungen dankbar. Weil so ein Blick von außen hilft manchmal auch, sich einfach nochmal so ein bisschen zu resetten und vielleicht auch nochmal die Denkrichtung nochmal in andere, Richtung noch ein bisschen weiter zu denken, also weiter zu spinnen. Die ersten methodischen Ansätze für die Anwendung der planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien und auch einen ersten Zwischenstand, die Weiterentwicklung der Methode für die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien, die peilen wir momentan für den Spätsommer 2022 an. Das sieht momentan noch ganz gut aus, dass wir das schaffen. Das wird sich jetzt alles halt auch so ein bisschen mehr noch zurückruckeln, sage ich mal. Fokus liegt jetzt natürlich erstmal weiterhin auf der Fachkonferenz Teilgebiete, die umfassend zu begleiten. Wir sind auch auf die Ergebnisse gespannt. Je nachdem, wie die Ergebnisse aussehen und wie umfassend die auch sind, wird das natürlich dann auch in die entsprechenden Planungen weiter mit berücksichtigt. Aber primäres Ziel ist wirklich, die Methodik der RVSU Ende März 2022 Ihnen dann wirklich in entsprechender Form vorstellen zu können und auch diskutieren zu können.
Was wir auch planen ist, wir hatten es ja schon angekündigt, ist eine fachliche Interaktion mit den staatlich geologischen Diensten zu Arbeitsständen der Geosynthese. Da laufen bereits die ersten Planungen und auch die ersten Absprachen. Wir peilen da einen ersten Termin für so einen öffentlichen Austausch im September diesen Jahres an. Ich danke Ihnen, dass Sie uns allen zugehört haben und ich habe die Fragen im Chat die ganze Zeit gesehen, auch von Herrn Ehmke, der ja die Fragen direkt auch an mich gestellt hat, aber ein Großteil der Fragen, denke ich mal, hat sich über die fortläufigen Vortragsblöcke auch schon erledigt. Deswegen wäre es jetzt, ich weiß nicht, Dagmar, die Fragen von oben nach unten runter wäre, glaube ich, nicht klug, aber wie gehen wir da jetzt vor? Mein Vorschlag wäre der folgende. Auch ich habe den Eindruck gehabt, dass Fragen teilweise beantwortet worden sind. Teilweise hat auch der Chat, haben die Kolleginnen und Kollegen im Chat, aber auch viele der Gäste im Chat auch Antworten gegeben. Mein Vorschlag ist deshalb, für alle, die Fragen eindeutig noch nicht beantwortet sehen, jetzt tatsächlich eher mit dem Melde-Symbol zu arbeiten. Wenn Sie auf die Teilnehmerliste gehen oder auf das Reaktionen-Tool, dann müsste eigentlich irgendwo eine Hand zu finden sein. Nein, ist sie nicht. Dann machen wir das nicht so, sondern wir machen es so, dass wir jetzt einfach mit Sternchen im Chat arbeiten und ich eine neue Reihenfolge ermittle. Denn ich glaube, dass viele der Fragen, die hier gestellt worden sind, tatsächlich schon teilbeantwortet worden sind oder vielleicht auch tatsächlich beantwortet sind. Und damit, glaube ich, kriegen wir jetzt noch eine Reihenfolge hin. Wir haben so etwa 20 Minuten, die wir jetzt noch diskutieren können. Und ich habe jetzt auch schon erste Wortmeldungen vorgefunden und würde dann Sie jeweils bitten, sich zum einen Ihr Mikrofon anzuschalten, vielleicht auch die Kamera. Andreas Fox war der Erste. Ja, Frau Dehmer und auch an alle, die jetzt die Beiträge geliefert haben, vielen Dank dafür. Das ist ein interessanter Einblick in das, was da auf Sie und auch letztlich die Öffentlichkeit und den gesamten Prozess zukommt. Ich würde mir wünschen, dass Sie auch diese Gelegenheiten nutzen, darzustellen, wo Sie Schnittstellen sehen zur Öffentlichkeit, wo Sie Schnittstellen sehen dazu, diese Arbeit in einem transparenten Prozess darzustellen, sodass dann auch die Reaktionen aus der Öffentlichkeit sich dazu entwickeln können und auch die späteren Regionalkonferenzen nicht von null anfangen, sondern auf einem kontinuierlichen Arbeits- und Diskussionsprozess aufbauen können. Wer möchte da einen Hinweis versuchen? Lisa. Ich kann gerne einen Hinweis versuchen, genau. Also ein großer Punkt ist für uns halt diese Vorstellung und Diskussion der Methodik zu den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen Ende März 2022. Das ist für uns ein Punkt, der auf jeden Fall, ja, also für uns innerlich schon ein gesetzter Punkt ist. Damit wollen wir dann rausgehen, das wollen wir auch öffentlich diskutieren. Das ist uns wichtig. Uns ist es aber auch wichtig, dass wir Sie auf den Weg dahin natürlich auch immer auf dem Laufenden bleiben oder auf dem Laufenden halten. Ne? Insofern uns das gelingt, also so eine Veranstaltung wie heute, denke ich mal, ist nicht schlecht, ne? Immer mal wieder Sie reingucken zu lassen, was ist eigentlich jetzt an Arbeiten gelaufen oder was sind auch unsere Ideen. Wir werden das aber natürlich nicht in so einem monatlichen oder zweimonatlichen Rhythmus hinbekommen, weil ansonsten arbeiten wir ja nur auf diese Veranstaltungen drauf hin und schaffen es nicht, dann auch unsere Ideen entsprechend, ja, ich sag's mal, weiter zu bearbeiten, weiter zu entwickeln und auch entsprechend weiter zu testen. Ne? Das ist ja noch das Nächste. Ich meine, Ideen zu haben ist immer schön, aber wir brauchen auch die Zeit, diese Ideen, ich sag mal, auszuprobieren und auch einfach mal zu gucken, passt es oder passt es nicht. Deswegen, wir machen uns Gedanken dazu, genau wie sowas stattfinden kann oder wo man auch so eine Punkte setzen kann, ne? Wo man so eine Interaktion oder auch so eine Vorstellung und Diskussion mit der Öffentlichkeit machen kann. Und diese ersten vagen Überlegungen, die wir haben, wo wir sagen können, das könnten welche sein, das wären halt diese Vorstellung Ende März
der Methodik der RVSU und im Spätsommer nächsten Jahres ein erster Ansatz für die Methodik der Planungswissenschaftlichen und ein erster Zwischenstand zu der Weiterentwicklung der GOWK-Methode. Das heißt dann auch noch nichts Finales. Also Sie werden dann nichts Finales kriegen, wo dann, was wir Ihnen dann vorstellen, wo dann gesagt wird, so das war es jetzt und weiter geht's nicht. Das ist, wie gesagt, das ist ein erster Ansatz, der halt zu einer Diskussion und dann halt auch entsprechend anregen soll. Ne? Also wir werden Ihnen da nichts Finales vorstellen. Zumindest nicht, was da im Spätsommer nächsten Jahres geplant ist. Ne? Das werden wir auch nicht schaffen bis dahin, weil das sind halt umfangreiche Arbeiten. Und das ist wichtig, dass wir da uns da dann auch die Zeit nehmen, dass wir auch dann validierte Methoden am Ende haben, wo wir wirklich sagen können, das ist jetzt der richtige Ansatz, um dann halt auch unser Ziel, was wir uns ja gesteckt haben, für den Paragraph 14 auch zu erreichen. Herr Niemeyer ist der Nächste. Er hatte schon vorab ein paar Fragen eingereicht, die teilweise in den Vorträgen aufgegriffen worden sind. Aber entweder sind neue entstanden oder sie sind noch nicht alle beantwortet. Danke, Frau Dehmer. Ja, Frau Seidel, ich habe gesehen, in Ihrer letzten Folie von Ihrem ersten Vortragsteil sind Sie auf eine Frage eingegangen, wo ich aber nicht sicher bin, ob Sie die Intention meiner Frage richtig verstanden haben. Und darum möchte ich es jetzt doch nochmal verbal machen. Meine Frage ist nach Ihrem übergeordneten Ziel für den Schritt 2 von Phase 1. Meine Frage an Sie jetzt mehr eigentlich an das Management und als an die Organisation BGE. Wo möchten Sie denn da gerne herauskommen? Bei welcher Anzahl von zu erkundenden Standortregionen möchten Sie denn landen? Oder bei welcher Fläche wollen Sie dann letzten Endes herauskommen? Man muss ja im Auge behalten, dass Sie das dann alles eben geowissenschaftlich erkunden müssen, mit wahrscheinlich 3D-Seismik, mit Tiefbohrungen, was mit einem ganz erheblichen Aufwand verbunden ist. Und darum wäre doch eigentlich schon das Ziel, dass die Fläche und die Zahl dieser Standortregionen dann begrenzt bleibt. Wir haben vorhin von Herrn Fito gehört, in der Schweiz sind es letzten Endes 3 Standortregionen, die jetzt geowissenschaftlich erkundet werden. Die Fläche in Deutschland ist größer, die Fläche, mit der Sie starten, ist ganz erheblich größer. Trotzdem erwarte ich eigentlich, dass Sie bei einer überschaubaren Zahl und Fläche herauskommen. Und mich würde einfach interessieren, ob Sie davon schon eine Vorstellung haben. Wolfram Rühack wird darauf antworten. Genau, ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage und die beschäftigt uns natürlich auch, ist ja logisch. Das Standortauswahlgesetz hat ja kein festes Datum ins Pflichtenheft geschrieben, wann wir diesen Standort ermittelt haben sollen, aber ein Wunschdatum, 2031. Und dieses Datum, das nehmen wir auch sehr ernst, also wir brechen das jetzt sicherlich auch nicht übers Bein alles, also das ist ja auch ein Vorwurf, der häufig kommt. Nein, aber wir nehmen das schon ernst und wir versuchen, die Planung so durchzuführen, dass wir eben dieses Datum 2031 auch damit machbar bleibt. Und das heißt natürlich auch, dass wir jetzt nicht beliebig große Gebiete ausweisen können in diesem Schritt 2 der Phase 1 und auch nicht beliebig viele. Aber uns jetzt zu einem so frühen Zeitpunkt hier auf irgendeine Zahl festzulegen, das ist, denke ich, Quatsch. Aber das Verfahren, also unsere Konzepte basieren darauf, einen ganz, also einen möglichst optimierten Einengungsprozess voranzutreiben. Und das basiert in erster Linie auf Daten. Und das ist ein Thema, was ja auch immer wieder hier auftaucht und wo ich auch denke, ist natürlich auch immer wieder so eine Diskussion, in der verschiedenste Fachdisziplinen hier aufeinander knallen so ein bisschen. Ne? Und ich bin jetzt ein Geowissenschaftler, bin aber eben auch zuständig für die Sicherheitsuntersuchung, also für sehr technische Aspekte. Und wir müssen diese ganzen Welten auch zusammenbringen. Aber ein Thema auch, mir fiel das vorhin auf, mit dem überfluteten Ostfriesland, was hier angesprochen wurde. Der Untergrund ist einerseits sehr, sehr heterogen. Und wir suchen ein sehr, sehr dichtes, also wir suchen ja diesen einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Wir haben das Konzept des sicheren Einschlusses, Klammer auf, Ausnahme dann in Kristallin. Aber wenn wir jetzt mal auf Tongesteine zum Beispiel gucken, das ist jetzt nicht unbedingt das zentrale Thema in Ostfriesland, da geht es mehr um Salzstöcke meistens, aber auch um Tongesteine, dann sind sehr viele Tongesteine gar nicht ausreichend dicht. Das hat ja auch der Herr Vitor vorhin gezeigt in seiner Grafik. Wir haben die Vorgabe, das ist vom Standortauswahlgesetz, kleiner 10 hoch minus 10 Meter pro Sekunde soll das sein.
Das wären so ungefähr 10 hoch minus 17 Quadratmeter von der Grafik von Vitor. In der Hydrogeologie, aus der ich ursprünglich komme, ist schon bei 10 hoch minus 7 Metern Durchlässigkeit, das ist ein Grundwasserstau. Also es ist ein unglaublich dichtes Gestein, was wir da suchen, und das findet man nicht so einfach. Und also wir müssen wirklich, und das ist unser Fokus, ne? Ich meine, diese Themen, was da auf der Oberfläche passiert, die sind auch total wichtig, aber die sind ja erst, da machen ja erst dann wirklich Sinn, wenn wir wissen, wo im Untergrund wirklich der am besten geeignetste Bereich ist. Und dazu brauchen wir Daten, diese Daten müssen wir auswerten, und wir haben mit Deutschland ein Land, was eben sehr umfangreich im Rahmen der Kohlenwasserstoffexploration erkundet wurde. Und wir haben, und auch das taucht immer wieder ein bisschen auf, so der Vorwurf, wir hätten ja gar nicht mit Daten gearbeitet im ersten Schritt. Nein, wir haben sehr wohl mit Daten gearbeitet. Wir haben mit unglaublich vielen Daten gearbeitet, die wir gerade auch ja entsprechend veröffentlichen. Es ist einzig und alleine so, dass wir teilweise bei den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien auf sogenannte Referenzdatensätze uns gestützt haben aus Verfahrensgründen. Und diese Daten, die müssen wir jetzt auswerten, und da sind wir dabei. Wir haben jetzt schon einige Datenabfragen auch gestellt, also nur noch gezielt für diese Teilgebiete. Das macht die Arbeit jetzt auch deutlich einfacher, um diesen Eingrenzungsprozess in diesen Gebieten immer weiter voranzutreiben. Und da sind wir dabei, entsprechend diese Konzepte voranzutreiben, und wir kommunizieren dazu dann eben unsere Arbeitsstände, so wie wir das heute erstmalig getan haben. Der Kollege Sönke Reichert hat es vorhin getan. Ja, das ist jetzt ein Versuch einer Antwort meinerseits, und ich würde gleich mal an den Sönke Reiche noch mal weitergeben, vielleicht, ob er vielleicht noch ergänzen will an der Stelle. Wolfram, danke dafür. Nee, ich glaube, du hast alles gesagt an der Stelle. Man könnte jetzt noch ein bisschen mehr zu den Daten ausführen. Ich glaube, da kommt vielleicht auch noch eine Frage. Ich habe da irgendwie sowas aufblinken sehen, deswegen jetzt gerade nicht. Danke. Dann ist jetzt Jochen Stey dran. Ja, schönen guten Abend. Ich habe vier Fragen sind jetzt noch übrig. Das erste bezieht sich auch genau nochmal auf das Thema von eben, also der Vorschlag für die Standortregion. Auf der einen Folie stand ja, Fläche und Anzahl ist ergebnisoffen. Und mir ist jetzt auch aus der Antwort eben noch nicht klar geworden, nach welchen Kriterien dann am Ende über die Fläche und Anzahl entschieden wird. Also sozusagen, da kann man ja irgendwo die Grenze ziehen, und das ist ja relativ willkürlich erstmal. Also ich hab eben Herrn Rüyak so verstanden, wer mehr Zeit, dann könnte man ja auch mehr nehmen. So, ne? Also das heißt, was ist das Kriterium? Zweite Frage, die ist so halb beantwortet. Also ich hab gefragt, kommen diese drei Werkzeuge, die jetzt in der Phase 2 zum Einsatz kommen, also die vorläufige Sicherheitsuntersuchung, die nochmal eine Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien und der Planungswissenschaftlichen, kommen die nacheinander oder läuft auch was parallel? Dritte Frage, ich muss gerade noch mal gucken hier auf meine Notiz. Ja, genau, wie passiert diese schrittweise Einengung der Gebiete innerhalb der Geosynthese, wenn es keine oder wenige ortsspezifische Daten gibt? Also wie ist das vorgesehen? Und viertens, in Ihrem schönen Beispiel mit Sachsen kam mir das jetzt doch so vor, als wäre es gar nicht so schwierig für die BGE, sukzessive dann auch zu veröffentlichen im Verlauf der Phase 2, wenn es Gebietsausschlüsse gibt. Also das, was ja immer wieder diskutiert oder gefordert wird, dass das doch passieren sollte und nicht erst wieder die nächste Veröffentlichung von Gebietsausschlüssen ganz am Ende passiert, wenn der Vorschlag da ist für die Phase 2. Das scheint mir ja, so wie Sie das gerade vorgestellt haben, immer wieder möglich. Sehe ich das richtig? Wer fängt an? Ich kann gerne anfangen. Dagmar, vielleicht kannst du nochmal die erste Frage zusammenfassen, und dann würde, glaube ich, der Philipp mal eine Antwort nochmal versuchen. Die erste Frage war, gibt es eine Zielgröße für die Eingrenzung? Das war ja letztlich... Nach welchen Kriterien? Nach welchen Kriterien wird eingegrenzt und die Anzahl? Ja, ich würde bezüglich der Kriterien antworten, also eine ganze Menge. Sie hatten ja gesehen, dass wir eben diese drei Werkzeuge zur Verfügung haben, die RVSU, die GeoWK und die PlanungswK. Alleine in den GeoWKs gibt es 11 Kriterien, 40 Indikatoren. Die sind ja im Gesetz beschrieben. Die werden erneut angewendet auf die dann verbleibenden interessanten Bereiche, die aus der RVSU resultieren. In der RVSU ist es so, dass wir
zum einen Erkenntnisse haben, die wir aus der aus Parametereigenschaften und Modellierung gewinnen und dann eben auch Kriterien im Gesetz hart vorgegeben haben, wie eben die Einhaltung der Massen- und Stoffmengenausträge. Das ist ein quantitatives Kriterium, was im Gesetz festgeschrieben ist. Später in der zweiten Phase kommen dann noch weitere Kriterien dazu, nämlich für die Dosisabschätzung und auch für Dilatanz- und Fluiddruckkriterium. Das sind auch quantitative Kriterien. Und des Weiteren ist es auch so, dass nach wie vor sämtliche Mindestanforderungen, Ausschusskriterien gelten müssen. Also da kann man sich eben auch draus bedienen. Wäre jetzt meine Antwort zu den Kriterien. Und wenn das dann noch 50 Gebiete sind, dann ist es so. Ja, das ist jetzt natürlich ganz schön schwierig vorherzusehen. Die RVSU ist ja auch nur ein Teil des Ganzen. Und wir hatten ja auch gesagt, dass beispielsweise die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien nach Maßgabe erfolgen. Also das ist Beispiel, könnte ja auch eine Möglichkeit sein, die überprägen ja eben nicht die geologische Bewertung, sondern sie werden dann zur Rate gezogen, wenn eine Gleichwertigkeit vorliegt. Vielleicht, wenn ich kurz dazwischen darf. Es ist natürlich auch so, es ist so ein bisschen immer, dass wir haben ein sehr detailliertes Gesetz und wir haben eine sehr detaillierte Verordnung. Und da ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir die jetzt sehr gut und sehr akkurat abarbeiten, auch vielleicht ein bisschen iterativ, wir haben ja auch noch so Optimierungsansätze, dass uns dann, dass dann die Gebiete, dass das eben entsprechend passt. Aber ansonsten ist Ihre Frage, Herr Stein, natürlich völlig berechtigt. Was ist, wenn das Ergebnis nicht passt? Ich denke, lassen Sie uns erstmal losarbeiten und wir machen das ja, das ist ja unser Anliegen in einem wirklich sehr transparenten Verfahren und vielleicht reden wir am besten darüber, wenn wir jetzt einfach ein bisschen weitergekommen sind, wenn wir erste Zwischenergebnisse haben und führen diese Diskussion dann weiter, weil ich glaube, so im Moment ist das sehr hypothetisch. Die zweite Frage bezog sich auf die Reihenfolge der Instrumente. Im Grunde hat das Philipp Kreie eben beantwortet. Die dritte Frage bezog sich darauf, wie denn eine schrittweise Einengung stattfindet, wenn wenig ortsbezogene Daten da sind oder gar keine. Herr Steider, versuche ich mich an der Antwort. Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen, ne? Und worauf Sie damit ja im Prinzip ein bisschen andeuten, sind die Gebiete ohne hinreichende Datengrundlage. Und das ist was wir für uns auf dem Zettel haben. Und das ist eine Frage, die wir uns jetzt in den Arbeiten im Rahmen von Paragraph 14 ganz systematisch werden stellen müssen. Ne? Also ob die Datengrundlage ausreicht, ob die Datengrundlage zum Beispiel das Vorhandensein von einer Standortregion prinzipiell vermuten lässt, aber eben die Charakterisierung auf Basis der vorhandenen Daten nicht möglich ist, dann haben wir vielleicht ein Gebiet mit nicht hinreichender Datengrundlage und müssen dazu als BGE einen Vorschlag unterbreiten, wie wir damit umgehen. Also das ist durchaus möglich. Vielleicht auch hier noch eine Ergänzung von mir an der Stelle. Wobei wir natürlich auch in unseren Diskussionen, ich meine, wir ziehen jetzt eben neue Daten auch hinzu und das heißt, wir fokussieren uns wirklich auf die Gebiete, die eben auch vielversprechend sind, ne? Eben die, wo wir wirklich auch guten Grund haben anzunehmen, dass sie entsprechend undurchlässig sind. Die Untersuchungen nehmen ja jetzt an Detaillierung zu. Das heißt, wir gucken jetzt auch eine tektonische Überprägung zum Beispiel uns an. Wenn wir sehen, hier liegt eine tektonische Überprägung vor, dann ist es auch nicht schlimm, dass wir da keine Bohrung haben. Ne? Also dann wissen wir, okay, dieses Gebiet gehört einfach nicht zu den möglichen Standorten mit der bestmöglichen Sicherheit. Ich habe jetzt noch vier Redebeiträge, die ich gerne noch aufrufen würde dann aber gerne die Redeliste schließen, damit wir die Veranstaltung irgendwann beenden können. Das ist der Anfang der Diskussion. Ich kann jetzt schon ankündigen, dass wir am zweiten Tag der Fachkonferenz Teilgebiete in einer Poster-Session diese Diskussion gerne mit Ihnen weiterführen, auch im Detail und bei vielen anderen Gelegenheiten. Der nächste, der dran ist, ist Herr Mehnert. Ja, guten Abend allerseits. Ich habe eine ganz spezielle Frage, weil es da bei zwei Bullet Points um glaziale Ereignisse ging. Und da gibt es ja diese Arbeit zu Gorleben, wo bei bestimmter Überfahrung durch den Gletscher
Fluiddruck und Dilatanzkriterium verletzt werden. Ist sowas in der Phase 1, Schritt 2 vorgesehen zu betrachten, also gebirgsmechanische Betrachtungen? Die zweite Frage hat sich, glaube ich, erledigt. Die Frage war ja auch... Herr Minnert, wollen Sie mich nicht kurz erst auf die erste Frage antworten lassen? Ich glaube, das ist immer für alle einfacher. Okay, alles klar, alles klar. Sie können dann danach die dritte dann stellen. Also, Dilatanzkriterium, Fluiddruckkriterium, so gibt ja die Verordnung vor, sind ja Kriterien, die entsprechend abgeprüft werden müssen beim Langzeitsicherheitsnachweis, der jetzt ja aber noch nicht Teil der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung ist. Also so gesehen ist es erst einmal jetzt, wenn ich jetzt da nicht falsch liege, steht das erste Mal noch nicht an, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich, wir haben das Gesetz und die Verordnung geben eigentlich erstmal so das Mindestmaß an Überprüfung für uns ja vor. Ne? Also wir haben immer auch natürlich die Möglichkeit, wenn es uns geboten erscheint, auch strenger zu sein. Das könnte ja auch gerade im Prozess der Einengung, die Frage von Herrn Stey, ne, wie können wir auch nochmal die Anzahl etwas verringern, können wir natürlich solche Aspekte, die einfach für eine Sicherheit eines Endlagers eindeutig von Relevanz sind, natürlich gegebenenfalls auch mit einbeziehen. Das ist immer ein bisschen natürlich auch so eine Sache, das muss man gut kommunizieren, das müssen wir vorher auch in der öffentlichen Diskussion, diese Diskussion muss man auch führen, das denke ich, das sollten wir nicht einfach jetzt eigenmächtig entsprechend tun, aber solche Aspekte mitdenken müssen wir. Auf jeden Fall, weil es kommt ja sowieso in der Phase 2, kommt es ja sowieso zum Tragen. Das heißt, da müssen wir es ja sowieso überprüfen. Und zum Teil sind solche Sachen vielleicht dann auch als Vorstudien jetzt zumindest auch schon mal sinnvoll durchzuführen. Und wie versprochen, Ihre nächste Frage? Also ich würde empfehlen, solche Sachen schon mal in der Phase, im Schritt 2 abzuschätzen. Ganz konkret kann man das natürlich nicht beurteilen. Die zweite Frage war eigentlich die Herr Stey schon gestellt hat. Wie ist es mit Gebieten, die keine hinreichenden geologischen Daten verfügbar haben? Ich will davor warnen, dass man sagt, naja, wir konzentrieren uns auf die wahrscheinlichsten Gebiete. Das ist nach Stand AG erstmal nicht vorgesehen. Dazu müsste es quasi einen politischen Willensbekundung geben durch Gesetzesänderung oder so, das dann auch wirklich zu. Das ist nach meiner Meinung schon realistisch, sowas zu machen, aber das erlaubt das Stand AG nach der bisherigen Fassung nicht. Genau, das würde ich auch so teilen, das sehen wir auch so. Nichtsdestotrotz ist es so, wir können ja mit unterschiedlicher Intensität unsere Untersuchungen durchführen. Das heißt, wenn wir frühzeitig in bestimmten Bereichen eines Teilgebiets erkennen können, dass hier, wie gesagt, ich hatte das Beispiel der tektonischen Überprägung genannt, okay, wir haben jetzt hier neue Erkenntnisse, dann müssen wir natürlich jetzt auch nicht mehr die komplette Untersuchung entsprechend durchführen. Das vielleicht so als ein Stichwort von meiner Seite, aber der zuständige Bearbeiter dafür ist ja vor allen Dingen der Sönke Reiche, deswegen gerne nochmal an dich die Frage weiter. Na, ich denke, dass wir kann ich verstehen, Herr Mehnert. Ich glaube, dass wir dem mit diesen Ansätzen, die ich heute als erste Ideen zum Umgang mit der Geosynthese gezeigt habe, dass wir dem schon auch gerecht werden. Ne? Ich habe zwei verschiedene Eingrenzungsstationen letztendlich aufgezeigt, die sich ja von Anfang an auf den gesamten Untersuchungsraum beziehen. Insofern denke ich, dass wir auf der einen Seite jetzt nicht irgendwie am Raten sind, wo sind denn die guten Gebiete und dann gehen wir mal drauf los, sondern dass wir den Untersuchungsraum als Ganzes betrachten und von dort aus charakterisierend loslegen und auf der anderen Seite, und ich denke, das macht schon auch Sinn, uns dann im Detail geowissenschaftlich beschreibend auf die Gebiete konzentrieren, wo wir in den vorherigen Schritten gezeigt haben, dass es sich lohnt, auf die zu gucken. Gut, aber eine Schwierigkeit wird es auf jeden Fall unter Umständen geben aufgrund der Datenlage. Und dann würde ich auch sagen, meine Meinung zu dem Punkt, wie viel Standortregionen sollen es werden, da ist das Stand AG, glaube ich, und auch die Verordnung noch zu sehr offen. Was man machen kann, ist eine Reihenfolge festlegen. Aber die Frage ist, wo macht man dann den Schnitt? Also
Es gibt natürlich diese Freisetzungs quasi Grenzen, aber viel mehr hat man da nicht. Ne? Also man wird eine Reihenfolge, wenn man gut ist, zusammenbekommen, aber wo macht man dann den Schnitt? Das ist, glaube ich, eine Sache, die nicht so einfach ist. Und da braucht es unter Umständen aufgrund der Entwicklung im Bereich der Suche auch nochmal eine politische Entscheidung. Deshalb ist es ja gut, dass es immer wieder politische Entscheidungsschritte gibt in diesem Verfahren. Möglicherweise hat der Gesetzgeber das schon selbst vorhergesehen, dass er da nochmal ran muss. Wenn Sie keine Frage mehr haben, Herr Mehnert, dann ist jetzt der Herr Bracke dran. Jo, danke. Ich will mich auch nur kurz fassen, weil meine Frage nichts mit den Sicherheitsuntersuchungen zu tun hat, sondern mit der Eingangsfolie 7 von Frau Seidel. Da ist mir was aufgefallen, wo vielleicht eine kurze Antwort möglich ist. Und zwar einerseits, da stand, es werden Vorkehrungen für eine Bergung getroffen. Ich habe bisher mal verstanden, es wäre der Nachweis einer Machbarkeit nötig. Vorkehrung erscheint mir doch sehr viel weiter gefasst. Und das Zweite war Integritätsnachweis für Endlagergebinde. Wie würden Sie das verstehen? Weil ich kenne das eigentlich eher für das einschlusswirksame Gebirge und weniger für den Behälter oder das Gebinde. Also bitte keine ausführliche Antwort, weil es jetzt nicht mit dem Hauptthema dieser Veranstaltung zu tun hat. Oh, also mit dem Integritätsnachweis für den Endlagerbehälter über die Wörter kann man sich wahrscheinlich wirklich streiten. Das ist eigentlich nur gemeint, dass wir in irgendeiner Art und Weise zumindest für den Zeitraum der Bergbarkeit die mechanische Integrität der Behälter in irgendeiner Art und Weise müssen wir sie gewährleisten, zumindest was die statischen Lasten angeht. Ne? Das ist richtig. Ja. Und das war damit halt mal der Versuch, es zu umschreiben. Ne? Aber ich gebe Ihnen recht, man kann da durchaus andere Begrifflichkeiten noch für finden. Das stimmt. Ich glaube, es geht auch ein bisschen weiter, ne, mit der die Integrität, ne? Gasdichtigkeit ist auch. Ja, ne? Aerosolgas. Deswegen nur der Hinweis, also dass man da vielleicht aufpasst. Und das andere war mit der Vorkehrung für Bergung und Machbarkeit. Es geht ja grundsätzlich darum, dass wir bei der Bergung müssen wir keine technischen Vorrichtungen vorhalten. Ne? Und deswegen haben wir das erstmal mit Vorkehrungen umschrieben. Die Machbarkeit ist richtig, aber die Machbarkeit muss dann natürlich auch wieder entsprechend erläutert werden. Aber klar, gebe ich recht. Haben Sie aber auf der Folie steht aber auch Vorhalten technischer Einrichtungen nicht gefordert. Ja, aber auf der Zeichnung steht es ein bisschen anders. Das ist schon richtig. Punkte sind dann schon richtig. Dann danke für den Hinweis. Okay. Ja. Dann ist Herr Detloff dran. Ja, Frage an Herrn Rühhag wegen der Robustheit und den Ungewissheiten. Die muss man ja beziffern. Und ich merke, dass ihr euch da immer so drum rumdrückt mit dem Ausdruck, wir betrachten es mal qualitativ. Dann muss man den Fehlerbalken nicht beziffern. Aber da kommt ihr ja nicht drum rum. Das werdet ihr auch sicher machen. Nicht öffentlich. Und da würde mich interessieren, ob ihr da irgendeinen Zielwert habt. Ne? Wenn ihr irgendwie geowaldwissenschaftliche Kriterien beziffert habt, von einem Gestein, hat irgendeine Variabilität, reicht euch dann plus minus 100%? Wollt ihr irgendwie ein bestimmtes Sigma da erreichen oder müsst ihr am Ende eben damit leben, wie der Stand der Wissenschaft ist und dann muss das Beste halt ausreichend sein? Mhm. Kann ich, erst einmal ist es ein vergleichendes Verfahren. Das macht uns häufig das Leben ein bisschen einfacher. Wir nehmen halt immer das, was besser ist. Grundsätzlich ist es aber so, das Gesetz, die Verordnung spricht nicht von einer Quantifizierung, sondern von einer Charakterisierung von Ungewissheiten. Das heißt, es ist also offen, inwieweit wir jetzt hier tatsächlich mit Zahlenwerten arbeiten. Häufig tut man das natürlich und das ist natürlich auch ein Teil des Ganzen. Es ist eben direkt vom Gesetz und Verordnung entsprechend gefordert, Ungewissheiten zu berücksichtigen. Hier, ich bin hier in einer Konferenz. Das war gerade der Wachschutz, der hier reinkommt, Entschuldigung. Bin auch im Büro. Aber ich meine, ich denke auch, es wird teilweise, hat das so etwas leicht Esoterisches mit den Ungewissheiten. Ich meine, wenn wir eben gaußsche verteilte Größen haben, also Dinge, die man eben mit Normalverteilung entsprechend beschreiben kann, dann gibt es eben auch relativ erprobte Methoden entsprechend, wie ich dann auch Ungewissheiten da
eigentlich nachweisen kann oder mir eigentlich quantifizieren kann, wie sicher ich mir mit einer Aussage bin. Und das taucht ja dann auch ein bisschen auf, wie auch in den, zum Beispiel in den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien mit der räumlichen Charakterisierbarkeit, solche Aspekte. Und ich denke, im vergleichenden Verfahren könnte man das dann entsprechend mit einbeziehen. Aber das ist eine sehr detaillierte Frage, die wir sicherlich jetzt erst anfangen zu beantworten, deswegen auch das Forschungsvorhaben, was jetzt erstmal auf 3 Jahre angesetzt ist. Und wir werden natürlich immer Zwischenstände dann auch ermitteln und die dann auch, bin ich gespannt, die auch gerne mit Ihnen dann auch gemeinsam zu diskutieren, wenn wir da ein bisschen weitergekommen sind. Die Frage ist beantwortet soweit, Herr Dittloff. Dann ist jetzt die Eva Bayreuther dran. Noch hören wir nichts, Frau Bayreuther. Ist Ihr Mikro an? Dann gibt es da ein technisches Problem. Sie mich jetzt hören? Ja. Ja, okay, dann war hier ein Problem mit der Einstellung, Entschuldigung. Vielen Dank auf jeden Fall und auch für die kurze Wartezeit. Meine Frage ist im Prinzip im Chat schon beantwortet worden, aber ich würde trotzdem gerne noch mal ganz kurz auf die Referenzdatensätze in Bezug auf das Gutachten von NBG von Professor Dr. Kühn eingehen und eine Frage stellen. Ist denn geplant, die Referenzdatensätze zu verbessern oder weiterzuentwickeln? Also ich fange mal an, Dagmar, okay. Entschuldigung. Ich gebe aber auch gleich weiter an den Sönke Reicher. Es war ja so, dass ich als Abteilungsleiter SU war ja zuerst verantwortlich für die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Mitgearbeitet hat aber der gesamte Bereich an diesem Themenfeld. Es ist so, dass natürlich wichtig ist immer wieder, dass diese Referenzdaten, die wir dort verwendet haben, einzig und alleine für einzelne Aspekte der GeowKs eine Rolle gespielt haben, die so wie es zum Teil jetzt eben kommuniziert wird, keinen Unterschied gemacht hätten mit Blick auf eine Gebietsverkleinerung, weil wir sowieso nur die Gebiete untereinander verglichen haben. Das macht jetzt keinen Unterschied, ob wir jetzt wirklich reale Daten gehabt hätten oder eben Referenzdaten. Und ich denke, bevor ich jetzt an Sönke Reiche weitergebe, die Antwort auf Ihre Frage ist ja ganz klar. Ne? Wollen wir die natürlich weiter erweitern, also reale Daten immer mehr in das Verfahren überführen und aufnehmen. Sönke? Genau, kann ich nur unterstreichen. Und in dem Fall würden wir tatsächlich dann die Referenzdatensätze sukzessive faktisch ersetzen durch gebietsspezifische Daten. Und das ist das erklärte Ziel. Natürlich muss es diese Daten auch geben und das wird gebietsspezifisch unterschiedlich sein. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, das eben zu ermitteln und weiterzuentwickeln. Ja. Aber ganz wichtig natürlich, es kam auch die Frage Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen, die jetzt ja erst einmal nicht Teil des Paragraphen 14 sind. Also wir müssen zwar am Ende mit Blick auf die Erkundung nochmal auch dazu ein Statement machen, aber die sind eben für uns, wir verstehen die als etwas, was das Verfahren einfach begleitet. Also jedes Gestein, was wir in Betracht ziehen, muss eben die Mindestanforderungen erfüllen und die Ausschlusskriterien. Und diese werden eben ganz klar natürlich immer und nur mit realen Daten entsprechend belastet. Und das war es auch in der Vergangenheit. Also wir haben uns ja keine Störung irgendwo ausgedacht. Also wir müssen eben wissen, ist da eine Störung, dann ist ein Ausschlusskriterium. Oder wir wollen jetzt natürlich immer genauer wissen, wie gut sind die Gesteinseigenschaften. Weil das war etwas im ersten Schritt, wo wir eben diese Inventarisierung gemacht haben. Das heißt, wir haben relativ pauschal gesagt, okay, so ein Tongestein hat das Potenzial, ausreichend dicht zu sein. Aber das müssen wir jetzt genauer abprüfen. Ne? Aber das ist ein Ausschlusskriterium, Mindestanforderungen oder die generellen Anforderungen. Thema Referenzdaten betrifft einzig und alleine die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Und inwieweit wir damit weitermachen, ich weiß nicht, Sönke, das werden wir dann bei einer folgenden Veranstaltung nochmal genauer diskutieren, glaube ich, oder? Genau. Okay. Dürfte ich nur mal kurz nachhaken, weil ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden, um ehrlich zu sein. Also, dass Referenzdaten Stück für Stück sukzessive ersetzt werden, das ist schon klar. Aber es gibt ja Gebiete, da haben wir keine Daten. Also auch nicht mal welche auf Papier, die noch digitalisiert werden müssen oder was auch immer, sondern einfach nichts. Und da muss die geowissenschaftliche Abwägung ja nach wie vor mit Referenzdaten erfolgen. Macht es nicht Sinn, dass dann auch
zu verfeinern oder vielleicht anzupassen, wie es ja auch in dem Gutachten angemerkt worden ist? Naja, also auch nochmal von mir. Also der Hinweis, der da kommt, ich meine, ich bin ja eigentlich auch noch verzahnt mit Darmstadt, also so ein Kollege von mir, der zum Beispiel diese P3-Datenbank erstellt. Übrigens arbeiten wir eng mit dem zusammen und wollen das jetzt auch teilweise integrieren, aber eben nicht für die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien, sondern für die generelle Bearbeitung. Also wir brauchen für die GeoVKs jetzt nicht unbedingt eine umfassende Datenbank. Ich meine, wir können mir genauso gut vorstellen, das muss man dann immer, die Übertragbarkeit wird ja, muss immer kommuniziert werden, aber ich muss ja nicht unbedingt ein Datum aus dem Teilgebiet selber haben, wenn es ein Salzstock ist. Ich könnte ja zum Beispiel, wenn es um Eigenschaften des Deckgebirges geht, dann könnte ich auch etwas außerhalb ja auch Daten verwenden. Wir haben hier eine relativ gute Datenlage in Deutschland. Nichtsdestotrotz, klar, manche dieser Daten, ich meine, wir werden diese pH-Werte im EWG, die werden wir nicht wissen, ne? Solange wir da nicht reingebohrt haben. Das ist klar. Also sage ich jetzt mal, solche Aspekte bleiben natürlich. Aber gerade mit Blick auf die Gebirgsdurchlässigkeiten werden wir sicherlich da immer besser werden auch. Oder, Sönke? Ja, und in die Richtung nochmal jetzt auch auf das Gutachten bezogen, Frau Bayreuther. Also wenn wir Hinweise haben, oder das auch für uns selber lernen, dass Referenzdaten, die wir vielleicht, also ich meine, das wird sicherlich irgendwie in irgendeiner Form weiter eine Rolle spielen müssen auch, ne? Wenn wir Hinweise haben, dass da ein Update notwendig ist und sinnvoll ist, dann machen wir das natürlich. Also das schon. Wir ruhen uns jetzt nicht irgendwie auf Sachen aus, wo wir einen klaren Hinweis haben, dass das jetzt in Schritt 2 sinnvollerweise weiterentwickelt werden muss. So, jetzt sind wir an einem Punkt, wo Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, Anke und Kuno, sich versternt hatten, in irgendeiner Direktnachricht gelandet sind. Deshalb würde ich die beiden jetzt gerne noch mal kurz zu Wort kommen lassen und dann gehen wir tatsächlich in die Schlussrunde und schließen hier zunächst mal die Diskussion ab. Ja, hallo, das ist sehr nett. Vielen Dank, dass ich nur kurz reden darf. Ist auch nur ganz kurz. Also für mich war die ganzen Ausführungen viel zu wissenschaftlich. Ich habe einen eher so praktischen, bezugsnahe Frage. Und zwar, wir kommen ja aus Ostfriesland und Sie sagten irgendwie, irgendeiner sagte im Gespräch oder im Chat schon, als ich nachgefragt habe, warum nehmen Sie eigentlich Ostfriesland, haben Sie schon mal was vom Klimawandel gehört? Was passiert 2050? Was passiert 2100? Dann haben wir hier Überschwemmung. Was ist dann überhaupt mit dieser Atommüllgeschichte? Irgendein jemand sagte dann, der Untergrund ist heterogen, es gibt aber einen sicheren Einschluss. Ich habe dann irgendwie zwischendurch in den ganzen verschiedenen Phasen gelesen, es gibt so eine Art Begehbarkeitszeitraum, den Sie haben. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das waren, der Stöcke. Und die Frage ist einfach, wie lang ist dieser Zeitraum, wenn Sie mit dieser Atommüllentsorgung starten? Und haben Sie sich auch schon mal mit dem Klimainstitut Potsdam zusammengeschlossen oder mal synchronisiert und mal geguckt, wie es hier überhaupt in Ostfriesland aussieht, 2100? Das ist meine Frage. An irgendwen. Philipp, möchtest du antworten oder Wolfram? Ja, wie sieht es denn aus Friesland aus? Hoffentlich gut, ich komme da ja. Ja, da sehen Sie mal, damit beschäftigen Sie sich damit. Wir sind also der Klimagruppe. Wir haben hier ganz viele Daten gesammelt. Das sieht nicht besonders gut aus. Ja, ich weiß. gut, aber ich meine, grundsätzlich, wir hatten ja auch schon einen Teil der Antwort, war ja eben, dass natürlich wir brauchen eben für diese Betriebsphase, brauchen wir aus Blickwinkel der Betriebssicherheit sind natürlich steigende Meeresspiegel kritisch zu betrachten. Aus Blickwinkel der Langzeitsicherheit ist das kein Thema. Ne? Da sind eben die glazialen Ereignisse wesentlich dramatischer. Und solche Aspekte müssen wir mit berücksichtigen. Und Betriebssicherheit ist ein Thema. Und wir machen auch eben Forschung zu diesen ganzen Klimafragestellungen, haben wir auf dem Zettel auch drauf. Aber so detailliert sind wir da bislang noch nicht eingestiegen. Das ist jetzt mein Versuch, eine Antwort. Und der Philipp Kreie, der auch ein bisschen aus diesem Themenfeld kommt, kann gerne noch ein bisschen ergänzen. Ja, also ich habe auch viel mit Klimamodellierung in der Vergangenheit zu tun gehabt. Und ich gebe Ihnen da recht, es gibt da einige Hinweise darauf, dass es an den Küsten vielleicht nicht ganz so gemütlich werden wird in den nächsten 100 Jahren. Aber wir schauen ganz tief in den Untergrund hinein, mehrere hundert Meter mit vielen Schichten dazwischen. Und für uns ist der
der maßgebliche Einschluss eben durch die Geologie erreicht. Und das sieht erstmal so ungünstig aus, wenn jetzt da oben ein bisschen Wasser drüber ist, aber das muss gar nicht so sein. Also das muss überhaupt keinen negativen Einfluss auf die Langzeitsicherheit haben und die ist eben maßgeblich. Kurioserweise, jetzt mal so ein bisschen rumzuspinnen, es werden ja auch verschiedene abweichende Entwicklungen betrachtet. Es wird auch immer wieder das Thema aufgeworfen mit menschlicher Intrusion in zukünftigen Generationen. Und was das angeht, ist natürlich gar nicht so unpraktisch, wenn da ein paar Meter Wasser drüber sind. Dann ist nämlich die Wahrscheinlichkeit von einer menschlichen Intrusion mit einmal geringer. Und das ist dann wieder günstig. Also es gibt ganz viele Wechselwirkungen und selbstverständlich betrachten wir auch solche Szenarien eben mit einer möglichen Überflutung in der Zukunft. Aber ich glaube, das ist deutlich vielleicht wichtiger tatsächlich für diese Betriebsphase. Aber da kann ich nicht so viel zu ausführen. Mhm. Okay, das wollte ich jetzt natürlich nicht hören von Ihnen, dass das nicht so viel ausmacht. Aber ja, wir werden ja sehen, was die nächsten Jahre bringen. Genau. Dann danke ich zunächst mal Lisa Seidel, Sönke Reiche, Wolfram Rühhack und Philipp Kreie. Es sind nicht alle Fragen beantwortet worden und einige sind auch offen geblieben, auf die jetzt zum Schluss Steffen Karnitz noch eingehen wird. Er ist Geschäftsführer der BGE und zuständig für den Bereich Standortauswahl. Und die Fragen, die sich bezogen auf, was wird denn jetzt sukzessive veröffentlicht und wie sieht es denn aus mit einem Zeitplan, die habe ich ihn gebeten, jetzt zum Schluss nochmal aufzugreifen. Die anderen Fragen, die offen geblieben sind, werden wir im Anschluss nochmal sortieren und auf unserer Homepage unter Endlagersuche Fragen und Antworten veröffentlichen, was da möglicherweise eben jetzt in diesen Vorträgen doch noch nicht beantwortet worden ist. Steffen Karnitz, weiß ich, ist unterwegs, aber ich weiß auch, dass er inzwischen auf einem Parkplatz angekommen ist und ich glaube, er kann jetzt tatsächlich das Wort ergreifen. Das werden wir sehen, liebe Dagmar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Zunächst einmal herzlichen Dank in der Tat. Deswegen kann ich das Video gerade nicht anmachen, weil dafür die Bandbreite zu gering ist. Ich habe aber die gesamte Diskussion verfolgt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es diese vielen Fragen gegeben hat. Ich bin dankbar für die Vorträge und für die Interaktion, die stattgefunden hat. Das ist ja genau unser Ziel, nämlich dass wir Sie an Arbeitsständen teilhaben lassen. Das ist für uns durchaus auch neu. Ich glaube, das ist für uns gegenseitig neu. Also einmal für die Vorhabenträgerin im Standortauswahlverfahren einerseits, die Öffentlichkeit aber auch andererseits, dass wir das ernst meinen mit dem lernenden Verfahren, dass wir also auch noch nicht auf jede Ihrer Fragen heute eine Antwort haben können, sondern deutlich machen, das ist der Weg, den wir nach aktueller Kenntnislage beschreiten wollen und wir wollen Sie daran teilhaben lassen, indem wir Methoden eben auch veröffentlichen, indem wir sie diskutieren. Und die Frage ist gekommen, was heißt das denn eigentlich, nur Methoden diskutieren? Nein, also sehr konkret, um das klar zu sagen, ich gehe davon aus, das ist auch unser Ziel, dass eben auch Arbeitsstände in Schritt 2 veröffentlicht werden können, dass darüber geredet wird, beispielsweise in Form der Geosynthese, dass also in den Teilgebieten auch sehr konkret an den geologischen Beschreibungen gearbeitet wird. Wichtig für das Verständnis für uns und für alle in der Öffentlichkeit ist, dass es eben keine endgültigen Ergebnisse sind. Das heißt also, es sind dann Arbeitsstände, die sich im Verfahren verändern können. Endgültig ist das alles erst mit einem Beschluss des Gesetzgebers. Das ist wichtig, aber auf dem Weg dahin brauchen wir eine kritisch-konstruktive Diskussion von allen Beteiligten. Und insofern reden wir über Methoden, aber wir reden auch über Arbeitsstände. Und weil das Verfahren lernend ist, lernen wir eben auch, dass eine Zeitplanung, die den gesamten Schritt 2 in den Blick nimmt, zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht valide abschätzbar ist. Sie haben gerade festgestellt in den letzten 2,5 Stunden, wie komplex die Instrumente sind, die jetzt angewendet werden, insbesondere die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen und die Geosynthese. Wir haben uns vorgenommen, dass wir in den nächsten Monaten neben der Begleitung der Fachkonferenz, die uns intensiv bindet, weil wir die ernst nehmen wollen, gleichzeitig aber auch intensiv anhand von Piloten uns unsere Methodik, die wir heute in Ansätzen vorgestellt haben, auch testen wollen. Diese Testung, das hat Frau Seidel dargestellt, wollen wir Ihnen dann im ersten Quartal des nächsten Jahres auch präsentieren,
Und das ist dann für uns die Grundlage, eine valide Aufwandsabschätzung machen zu können, festzustellen, so lange dauert eine Beschäftigung in jedem Teilgebiet. Und das ist genau der Punkt, das Verfahren, der Zeitplan und auch die Anzahl der Standortregionen folgt dem Grundsatz der bestmöglichen Sicherheit in dem Verfahren. Und deswegen gibt es keine einseitige Vorgabe des Managements, der Geschäftsführung oder anderer externer Stakeholder, die sagen, es dürfen so und so viele sein. Klar ist, wir nehmen das ernst, was es an Rahmenbedingungen gibt. Insofern muss es auch leistbar sein, was hinterher gemacht wird. Aber der Grundsatz heißt erst Sicherheit für das Endlager, bestmögliche Sicherheit. Und daraus werden alle anderen Schritte abzuleiten sein. Und das ist der Grund, warum wir eben auch den Versuch gestartet haben, nicht in Konkurrenz zur Fachkonferenz Teilgebiete, ganz bestimmt nicht, sondern in Ergänzung. Wir setzen diese Ergänzung fort hier mit der Poster-Session, die Dagmar Dehme angekündigt hat, hier weitere Informationsformate anzubieten, mit ihm in Diskussion zu kommen. Ich finde, das ist für den Moment gut gelungen. Wir können uns immer noch weiter verbessern, das ist klar. Sie haben da ein paar wichtige Hinweise gegeben heute Abend. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Liebe Dagmar, du hast das Schlusswort. Vielen Dank für die Organisation. Danke, dass Sie uns alle gelauscht haben. Vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Danke an Tim Vitor, die Vortragenden, alle, die Fragen gestellt haben. Wie gesagt, es ist der Anfang einer Diskussion, die wird weitergehen und wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen im Dialog bleiben. Vielleicht noch eine kleine Info zum Schluss. Bei YouTube waren über eine sehr lange Zeit auch etwa 100 Leute beteiligt. Hier im Call waren es auch über eine lange Zeit etwa 100. Also wir haben heute in einer etwas größeren Gruppe uns schlau gemacht auf den Schritt 2. Und ich bin sicher, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren darüber noch ziemlich intensiv mit Ihnen diskutieren werden. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Haben Sie einen schönen Abend. Genießen Sie das bisschen Tageslicht, was noch da ist. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.